Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Forstcast, Episode 19. Wir sprechen ein weiteres Mal über Warhammer 40k. Ich habe mir einen weiteren Gast, einen weiteren Freund eingeladen, den ihr bereits kennt. Einen wunderschönen guten Abend, Saishiroa. Ja, auch dir einen guten Abend. Ja, du hast uns ein Thema mitgebracht oder eins vorgeschlagen und es geht dieses Mal leider noch nicht um Space Marines, aber ein weiteres interessantes Thema. Was ist es denn? Ja, ich dachte mir, Space Marines könnt ihr euch wahrscheinlich überall anhören. Die gibt's zuhauf am Strand. Wirklich interessant fürs Rollenspiel in 40k ist meiner Meinung nach immer eher das Zivilleben in Warhammer 40k. Das zum einen wird es in Büchern und in Kodizes sehr selten beleuchtet. Zum anderen ist es aber eigentlich essentiell für alle, die in Warhammer 40k Rollenspiel betreiben wollen. Und es hat seine ganz eigenen Facetten, die man meiner Meinung nach eher darlegen sollte, als welcher Orden wann welchen erschossen hat und wie viele Dämonen genau heute leben ließen. Ja, oder welche Orden dann wo eingesetzt werden und ob sie gegen Tyranniden kämpfen oder gegen irgendwelche Tau-Krieger. Oder Verräter 237 Alpha. Richtig. Prinzipiell Zivilleben, damit beginnen glücklicherweise auch die Regelwerke recht häufig. Meistens in Form einer zufälligen Tabelle, getreu dem Motto, woher du kommst, kannst du dir nicht aussuchen, wer deine Eltern sind, genauso wenig. Viel Spaß beim Würfeln. Wie wir, glaube ich, die letzten oder zumindest im ersten Podcast auch schon erwähnt hatten, ist das Imperium sehr feudal, sehr mittelalterlich und auch nicht gerade von einheitlichem technologischen Stand. Und dementsprechend gibt es natürlich auch in diesen Millionen von Welten im Imperium die unterschiedlichsten, die aber generell in grobe Kategorien fallen. Ich denke, da wäre es am sinnvollsten, wenn wir einfach mal Planetenkategorien einfach so durchgehen, so ein bisschen besprechen, was macht die besonders, was macht die einheitlich auch fürs Imperium und wo sind so, ja, die wirklichen, ich will das nicht sagen Catchphrases, aber wo sind hier wirklich die Aufhänger, die man für den eigenen Charakter auch benutzen kann. Genau, das Imperium fasst ja normalerweise mehr als 1 Million Welten, so sagt man immer ganz schön. Und die sind natürlich alle sehr verschieden, aber in den Kategorien gleichen sie sich dann doch. Wenn wir uns dann über die gesamte Milchstraße dann uns ausbreiten, kann man da so ein bisschen dann unterteilen. Vor allem auch so ein bisschen in den technologischen Stand der Bewohner, vor allem der menschlichen Bewohner. Gibt natürlich auch noch die eine oder andere Xenos-Rasse, die noch vertrieben werden müsste. Aber wenn eine Welt denn kolonialisiert ist, dann unterscheidet man vor allem so ein bisschen den Tech-Stand. Und mit dem untersten Tech-Stand würde man auf eine Urzeitwelt treffen. Was ist das denn? Kurz gesagt, was man als Conan vs. Magic Space Barbarians kennt. Das ist vielleicht die kurzknackige Zusammenfassung, aber Urzeitwelten sind Welten im Imperium, die zum einen ja noch eine sehr, sehr raue Flora und Fauna haben, die aber noch nicht so tödlich und lebensfeindlich sind, dass es Todeswelten wären. Und im Normalfall trifft man auf Urzeitwelten auch ehemalige Kolonisten aus dem dunklen Zeitalter der Technologie an, die zurück in Barbarei und Steinzeit gefallen sind, vom technologischen Stand her. Ein weiterer Grund, warum es Urzeitwelten heißen. Das führt dann üblicherweise dazu, dass man typische Clan-Strukturen hat. Die Menschen auf diesen Welten sind meistens in kleineren Gruppen organisiert, haben auch sehr wenig Ahnung von der Menschheit als Großem und Ganzen und leben halt das, ich sag mal, einfache Leben der Sammler und Jäger. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein großer Dschungel. Das Imperium kam dann mit den großen Schiffen, hatte sich dann einen kleinen Raumhafen aufgebaut, da dann den Kontakt mit den Menschen dann aufgenommen und versucht natürlich das Ganze eben auch so kolonialisiert wie möglich dann zu technologisieren. Und das ist dann sicherlich schiefgegangen. Das hatte verschiedene Probleme. Vielleicht weil die Flora und Fauna einfach zu groß und zu gemein war, dass man dann keine Straßen legen konnte. Dementsprechend hat man sich dann auf diesen einen Raumhafen beschränkt und die anderen Bewohner laufen dann eben weiterhin mit Fellen rum oder mit irgendwelchen Ledersachen, mit großen Äxten und versuchen dann auf ihre ganz eigene Art und Weise mit dem Imperium klarzukommen. Ja, es gibt auch noch andere Gründe. Manchmal ist es einfach nicht rentabel. Manchmal hat die Welt einfach nichts von Wert, was man extrahieren möchte. Keine Steuerklasse, kein Ausbau der Infrastruktur, wozu auch. Und es gibt aber auch noch die etwas pragmatischere Lösung für das Ganze, wie man auch teilweise, glaube ich, im Kalixis-Sektor macht. Und zwar, dass man sagt, hey, das sind primitive Steinzeitmenschen. Ja, die können nicht lesen und schreiben, aber weißt du, was sie wirklich können? Gut zuhauen. Ich sehe ein Garderegiment, mein Herr.
Genau, das sind dann meistens Kinder, die dann sehr früh lernen müssen, mit der Flora und Fauna umzugehen. Wenn dann beispielsweise irgendwelche großen Dinos herumlaufen oder wie auch immer man sie jetzt nennen möchte, also nicht kulturschaffende Xenos-Wesenheiten, die dann da rumlaufen. Und man muss dann einfach lernen, mit 8 Jahren, mit 9 Jahren, nicht unbedingt ein Lasergewehr zu halten, aber vor allem dann die Axt zu schwingen. Und dementsprechend sind das dann sehr gern gesehene Infanteristen, Nahkampfeinheiten. Ja. Die dann ja nicht getötet werden, sondern die werden einfach alle auf das Schiff gesammelt und dann auf der nächsten Welt abgeladen, wenn es gegen Orks geht. Zum Beispiel. Ja, also wie gesagt, das sind sehr beliebte Rekrutierungsgründe, auch teilweise für Space Marine Orden. Also viele der Status Orden, die keine festen Heimatwelten haben, rekrutieren auch eher von Feral, Urzeit und Todeswelten, einfach weil sie da bessere Kandidaten erwarten. Genau, da geht es einfach darum, dass die Kandidaten so früh wie möglich ausgesucht werden. Ich glaube, das war 8 bis 10 Jahre, ne? Danach ist schon wieder Schluss. Ja, ganz genau, weiß es sicher niemand, nicht mal die Schreiber selber. Genau, und wenn dann einfach so ein Kind von einer Makropolwelt kommt beispielsweise, was das genau ist, erklären wir auch noch, dann wird das sicherlich nicht so gute Chancen haben wie das von einer Urzeitwelt. Zumindest die Konstitution und die Körperkraft wird da eben nicht so sehr hoch sein. Ja, richtig. Ja, das ist eigentlich auch schon der große Nutzen, den das Imperium aus Urzeitwelten zieht. Vielleicht hat man noch irgendwelche besonderen lokalen Ressourcen wie besondere Pollen oder irgendwelche besonderen Kampfdrogen oder dergleichen, die man eventuell extrahieren möchte. Aber im Normalfall sind Urzeitwelten eher unterentwickelt, was die galaktische Wirtschaft angeht. Genau, das heißt, die Steuern werden mit Menschen bezahlt. Wenn überhaupt. Also es gibt auch sicher viele Urzeitwelten, bei denen es sich einfach nicht lohnt, Steuern einzuziehen. Ja? Da schaut alle 300-400 Jahre mal ein Kriegsschiff vorbei, um sicherzustellen, ja, sie sind noch nicht ans Chaos gefallen und wir gehen wieder. Ansonsten, die Ekklesiarchie ist ja auch immer sehr bedacht darauf, dass der Glaube an den Imperator überall auf den kolonialisierten Welten geheiligt wird. Und auch hier ist die Ekklesiarchie so ein bisschen milde, wenn man dann, also es reicht dann, wenn die an einen Sonnengott glauben, der irgendwie das Licht der Welt ist, das reicht dann aus und dann wird gesagt, ja, dieser Sonnengott ist der Imperator, Punkt, wir müssen da jetzt keine große Kirche bauen, die gehen da eh nicht hin, die tolerieren nämlich eben nur die Stärke im Zweikampf oder sowas. Und wenn dann irgendwelche aufgeblasenen Kirchenheinze da rumlaufen, die sich auf eine Kanzel stellen, denen wird sowieso nicht zugehört. Dementsprechend reicht das meist. Wobei man das durchaus auch als Test für neue Missionare benutzt. wow. Ja, natürlich. Priester in Warhammer 40k sind genauso Krieger wie alle anderen. Und dementsprechend kann es durchaus auch ein Test für einen Missionar sein, dass man ihm sagt, deine Aufgabe, mein lieber Josephus, ist es jetzt, in diese Urzeitwelt zu reisen und die Primitiven von diesem Clan zu überzeugen, den Imperator anzubeten und ihre heidnischen Wege hinter sich zu lassen. Wir sehen uns wieder, wenn du fertig bist. In 10 Jahren oder so. Oder wie lange du auch immer brauchst. Ja, genau. Also wie gesagt, die Urzeitwelt kann sehr verschieden aussehen, aber an sich ist sie damit auch abgehandelt. Es sind alles sehr raue Gesellen. Ja, in der Tat. Und von Urzeitwelt kommen wir auch gleich zu einer fließenden Grenze, nämlich zur Todeswelt. Die Todeswelt ist nicht unbedingt allzu primitiv, was Technologie angeht, aber sie ist ein ganzes Stück gefährlicher als eine Urzeitwelt. Man sagt immer so, in Todeswelten oder auf Todeswelten ist eigentlich alles darauf aus, einen irgendwie zu töten. Das geht dann von den katachanischen Dschungeln, wo selbst die Schlingpflanzen und Gelannen darauf aus sind, dich zu erwürgen, bis zu auch Todeswelten, die einfach aufgrund ihrer geologischen Gegebenheiten Todeswelten sind. Vielleicht regnet es Säure oder es gibt überall Lavaflüsse, die drohen, die Zivilisation auszulöschen. Da gibt es auch wieder die unterschiedlichsten Ansätze. Aber man sagt ja grundsätzlich, Todeswelten sind Welten, bei denen kaum einer älter als 20 wird. Deswegen so schnell wie möglich runter, bevor sie gestorben sind. Und die Katachaner kennt man ja auch schon vom Tabletop-System. Da wird sicherlich auch der ein oder andere mal so eine kleine Armee von denen im Schrank stehen haben. In der Tat, sie sind ja auch durchaus als die Rambos des 40Ks bekannt. Ja. Und ja, da gibt es diese Todeswellen. Wie gerade schon erwähnt, das heißt nicht unbedingt technologische Primitivität. Meistens handeln Todeswelten eben in modernen Waffen und Munition im Austausch für Regimenter. Das ist so deren typische Handelsware.
Und das bedeutet, dass viele Todeswelten sogar einen relativ vernünftigen technologischen Stand haben. Die meisten Todesweltler sind mit den normalen imperialen Waffen wie Lasergewehr bestens vertraut, weil wenn sie es bis drei nicht können, dann haben sie eh ein Problem. Dementsprechend fallen die so in so ein Mittelding. Ja. Es gibt sehr primitive Todeswelten, es gibt aber auch hochtechnische Todeswelten. Die bilden so ein Spektrum auf der Tech-Skala. Davon abgesehen, ja, zeichnen sich halt Todeswelter, wenn man sie dann irgendwann mal rekrutiert hat, durch ihre Ausdauer und Überlebenswillen aus. Was sie natürlich auch wieder zu sehr begehrten Truppenmaterial macht. Kultur allerdings darf man nicht von ihnen erwarten. In einer Gesellschaft, in der 99% der Bevölkerung sehr jung sterben, ist das wahrscheinlich auch etwas viel verlangt. Vor allem geht es auch wieder so ein bisschen darum, Kosten-Nutzen-Faktoren abzuwägen. Lohnt es sich überhaupt, diese Welt weiterhin zu betreiben, weiterhin zu befeuern? Oder sollte ich sie einfach auch komplett auslöschen, was ja auch eine Möglichkeit wäre? Und da wird dann wahrscheinlich wieder der Grund sein, Bodenschätze oder eben irgendwelche anderen, ja, Drogen, Kampfdrogen. Irgendwas wird diese Welt einfach so interessant machen, dass es sich lohnt, da Menschen zu verheizen. Wobei auf Todeswelten selten Importe verheizt werden. Also Todeswelten sind schon Welten, auf denen die Menschheit noch überleben kann, aber meistens halt gerade so. Die meisten Todeswelten haben auch ähnlich Urzeitwelten eine selbsterhaltende Population, wenn auch keine allzu große. Aber die wären auch meistens ohne das Imperiums lebensfähig. Ja, ich glaube, dann kommen wir auch weiter auf der Tech-Skala zu der Agrarwelt, beziehungsweise auch eher erstmal Feudalwelt. Ja, die sind auch wieder, die gehen technisch meist Hand in Hand, aber auch nicht immer. Fangen wir erstmal mit der Feudalwelt an, wenn wir auf der Tech-Skala bleiben wollen. Dritter. Ja, genau. das wäre so das klassische Warhammer Fantasy-Setting. Ja, es geht ja auch immer wieder das Gerücht um, auch wenn es Games Workshop nicht gerne hört, dass Warhammer Fantasy nur eine der vielen Welten in Warhammer 40k wäre. Und das wäre so das typische Beispiel für eine klassisch imperiale Feudalwelt. Man ersetze Karl Gustav einfach durch den Imperator und passt schon. Genau das. Auf unserer eigenen Zeitskala, auf unserer Chronologie könnte man sich da so ein bisschen orientieren. Alles, was irgendwie von 500 bis 1500 unterwegs ist, was sich so gerade am entwickeln ist, was so gerade eigene Kultur aufbaut, das ist so eigentlich die Feudalwelt. Ob das dann Musketen sind, die sie dann selbst gebaut haben, weil sie noch keine Laserwaffen bekommen haben, oder ob sie immer noch mit einer Armbrust umherlaufen, aber all das könnte man eben auf einer Feudalwelt antreffen. Pfeil und Bogen, Ritterrüstung mit Eisen oder mit Bronze, da ist dann quasi dem Spielleiter, der Spielleiterin alles offengestellt. Und da es eben 1 Milliarde Welten gibt, die dort irgendwo angetroffen werden, sind dann eben auch die Feudalwelten alle sehr unterschiedlich. Ja, da hat man auch so mitunter die meiste Designfreiheit, was eigene Welten angeht. Solange es irgendwie primitiv ist und noch nicht in die Industrialisierung gerutscht ist, zählt es quasi als Feudalwelt. Wie man auch schon sieht, der Übergang zwischen Urzeit und Feudalwelt kann auch wieder sehr fließend sein. Also es kann durchaus sein, dass ich auf eine Urzeit-Feudalwelt treffe, wo halt Ritter und Dinosaurier in einem leben. Warum auch nicht? Und da sieht man auch schon wieder so ein bisschen das Problem mit dieser Weltkategorisierung. Crossovers sind möglich und wahrscheinlich. Und nichts davon ist wirklich exklusiv, außer ganz wenigen Ausnahmen. Aber im Großen und Ganzen kann man auch kombinieren. Also ich finde es einfach sehr schön, dass es sehr viele Beispiele gibt für Makropolwelten, Schreinwelten, wie sie alle heißen, die wir jetzt alle noch weiter dann aufdröseln. Und man bekommt da einen Blick dafür, was ist möglich und was kann ich eben selber machen. Das sind diese White Spots, die machen das Leiten eben auch sehr attraktiv, dass ich mir eben selber was ausdenken kann und niemand kann dann behaupten, ja, nee, das ist aber falsch, denn eigentlich ist das so und so. Nee, es ist genauso, wie ich es gerne möchte und die Welten sind einfach in Vielzahl da, sodass da niemand sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlt. Nicht das klassische DSA-Problem, wo jeder Quadratkilometer des Landes ausgearbeitet ist und du als Meister nur hoffen kannst, dass der Spieler nicht auswendig gelernt hat. Ja, genau. Aber das ist ja ein grundsätzlicher Vorteil, einfach in der Größe des Settings, wo man sagt: Hey, wir haben genug Platz, mach nebenan. Ja, und was dann auf so einer Feudalwelt regiert, ist auch immer sehr unterschiedlich. Das kann natürlich ein König sein oder ein Kaiser. Das kann auch mehrere Könige oder Kaiser sein, so wie es bei uns hier auch der Fall war. Oder aber es gibt einen planetaren Gouverneur, der sitzt dann irgendwo in der Hauptstadt. Da ist dann auch wieder so ein Raumhafen aufgebaut.
Und von da aus werden dann einmal im Jahr oder alle 10 Jahre dann die Steuern eingetrieben. Aber ansonsten, ja, ist uns egal, was ihr macht, wie ihr euch regiert. Meinetwegen auch mit einem Senat. Hauptsache, wir kriegen unsere Steuern. Das haben wir auch beim ersten Mal schon besprochen, dass die Steuern dann eben das A und O sind für das Imperium. Denn ohne die geht's nicht. Ja, und das ist auch so die erste Welt, wo man wirklich auch eine reguläre imperiale Präsenz erwartet. Ja, also es ist so auf Todeswelten vielleicht auch, aber auf Urzeitwelten eher nicht. Da wird es keinen imperialen Sektor geben. Da wird es auch kaum Adepten des Imperiums geben, die irgendwas verwalten sollen oder dergleichen. Die sind da völlig fehl am Platz. Aber auf Feudalwelten sieht es schon wieder etwas anders aus. Da, wie schon erwähnt, kann es durchaus sein, dass es dann halt vielleicht auch eine einzelne Raumstation gibt, die diese Welt halt verwaltet und überwacht. Oder vielleicht gibt es auch nur einen großen Tempel an den Gott-Imperator, der halt von Fremdweltlern und Ministeriumspriestern betrieben wird und der halt so die einzige Verbindung zum Imperium ist. Man muss aber sagen, grundsätzlich ist es für Feudalwelten auch noch so, dass der Kontakt zum wirklichen Imperium eher sporadisch ist. Und ich glaube, der Übergang bietet sich jetzt von einer Feudalwelt hin zu einer Agrarwelt. Das bietet sich, glaube ich, ganz gut an. Denn wenn man sich überlegt, was kann denn als Steuern bezahlt werden, das werden sicherlich auch Feldfrüchte sein. Gerade wenn das ein sehr fruchtbarer Planet ist, der dann viel abwirft, dann könnte man eben auch den Übergang machen zu einer Agrarwelt, die dann aber auch etwas industrialisierter betrieben wird. Und damit meine ich jetzt keine großen Fabrikgelände, die da stehen, sondern eher Maschinen, die dann ernten. Das wäre dann eher sowas. Da werden dann riesige, eigentlich kontinentweite Getreidefelder aufgebaut, aufgewirtschaftet und die werden dann nach und nach mit riesigen Maschinen dann abgegrast, damit dann eben das Imperium ernährt werden kann. Ja, das ist eine Option. Die andere Option ist natürlich auch das klassische römische Sklavenplantagensystem. Herum hat ja jetzt keinen Mangel an Verbrechern und auch nicht an Menschen. Und dementsprechend gibt es sicher auch Plantagenwelten. Genauso wie auch die kleineren, feudalähnlicheren Modelle üblich sind, dass man auf Agrarwelten halt kleinere Farmergemeinden hat, die halt zwar große Flächen bewirtschaften, vielleicht auch mit Maschinen, aber die halt einfach in Summe die großen Nahrungsüberschüsse produzieren, weil halt jede Welt besonders fruchtbar ist oder weil es irgendeine einheimische Pflanze gibt, die sich besonders zur Nahrungserzeugung eignet. Die vielleicht auch nur hier wächst. Hat man vielleicht noch angebaut an verschiedenen anderen Planeten und da hat es eben nicht funktioniert, aber weil es dann eben so besonders nährreich ist oder was auch immer dann eben dafür sorgt, dass es so begehrt ist, es kann dann eben nur hier angebaut werden. Gibt natürlich auch diesen Großbauern eine ganze Menge an Macht. Wenn man da vielleicht als Spieltruppe dann hinkommt mit dem Segen der Inquisition, kann das eben trotzdem sein, dass man diese Leute nicht verärgern sollte, auch wenn man es darf und wenn man sie meinetwegen erschießen oder festnehmen darf. Aber man sollte sich eben trotzdem genau überlegen, ob ich den jetzt verärgern möchte. Denn wenn da die Nahrungsvorräte ausgehen, dann hat auch vielleicht die imperiale Armee ein Problem. Ja, ganz so schlimm wird es nicht sein. Aber es ist schon so, dass relativ wenige Agrarwelten relativ viele imperiale und Hive-Welten versorgen. Und ja, klar, ob man den Kulaken verärgern möchte, muss man sich gut überlegen. Und auch hier muss man wieder sagen, Kontakt zum Imperium häufiger, da ja regelmäßig Steuern eingezogen werden in Form von Nahrung, aber nach wie vor eher distanziert. Und was man vielleicht auch noch so jetzt weniger im Dark Heresy, aber so im Tabletop-Rahmen erwähnen sollte, sind Agrarwelt natürlich ein hervorragendes Ziel für Tyranniden. Recht viel mehr Biomasse wird man nicht auf einer Welt finden. Alles leerfressen, vergrößern wir den Schwarm. Ja, das ist auch in den Tyranidenkriegen passiert, dass die Tyranniden halt primär auf Hive- und Agrarwelten gezielt haben, weil halt da reichlich Biomasse vorhanden war, was das Imperium am Anfang auch überrascht hat. Und es war ja eher an reguläre Kriegsführung gewöhnt. Genau, Hive-Welten sind dann eher mit Menschen, mit menschlichem Biomaterial vollgefüllt, aber auch die schmecken und ernähren. In der Tat. Ja, dann kommen wir zur ewig indistinkten Kategorie der imperialen Welten. Das ist so die Sammelkategorie, wo wir eigentlich keine Kategorie haben, aber wir sind uns sicher, dass es nichts anderes ist. Ja, genau. Also man geht eigentlich von oben nach unten alle Kategorien durch und wenn die Welt da nicht reinpasst, aber sie ist kolonialisiert, dann ist sie schon irgendwie imperial. Wird schon passen. Dann gibt es den Stempel imperiale Welt. Genau.
Und das kann alles Mögliche sein. Oft wird auch in den Systemen nicht tiefer unterschieden. Da werden dann teilweise auch Schreinwelten als imperiale Welten bezeichnet. Teilweise auch Urzeitwelten als imperiale Welten bezeichnet. Imperiale Welten sind wirklich alles, was gerade nicht in die anderen Kategorien passt. Und Kategorisierung ist auch bei weitem nicht eindeutig. Was imperiale Welten aber vom spieltechnischen Aspekt sehr interessant macht, ist ihr eher eklektischer Mix an Technologien. Es ist zum Beispiel nicht ungewöhnlich, dass es Hochtechnologie gibt und auch verfügbar ist, die aber zum Beispiel nur benutzt wird, um imperiale Steuern zu transportieren. Es gibt vielleicht ein echtes Schienennetzwerk für große Lastenzüge. Aber die werden nicht zum Personentransport verwendet, die werden auch nicht zur irgendwie Frachtverschiebung innerhalb des Planeten verwendet, die werden nur alle 10 Jahre mal abgekehrt, um die imperialen Steuern einzuziehen. Und den Rest der Zeit behilft man sich halt mit Pferdekutschen. Was hier noch der große Unterschied zu dann der Feudalwelt wäre, ist, dass man hier an dieser Stelle dann tatsächlich auch vermehrt das Adeptus Arbites trifft, also die Sheriffs, wenn man so möchte, die dann für das Imperium so ein bisschen aufpassen, dass hier alles so bleibt, wie es ist, dass hier niemand an das Chaos fällt. So ein bisschen die Polizei, die imperiale Polizei. Und die wird dann nicht nur in der Hauptstadt sitzen, sondern eben auch verteilt über alle Kontinente, die es dann auf so einem Planeten gibt. Und auch die könnten dann Ansprechpartner sein, wenn es irgendwo Probleme geben sollte. Das ist also so ein bisschen der Unterschied zu einer normalen Feudalwelt, die ja eben auch chronologisch dann sehr weit gefasst ist. Plus findet man auf imperialen Welten üblicherweise eine größere und tiefer sitzende Präsenz des imperialen Glaubens und des imperialen Kultes. Da ist es nicht mehr ungewöhnlich, dass wirklich in jeder Gemeinde ein ekklesiarchiekonformer Schrein steht, mit einem Priester, der wahrscheinlich sogar von Fremdwelten berufen wurde. Aber man muss auch hier wieder sagen, alle Welten sind sehr vielfältig. Es gibt auch totale Ausreißer. Also es gibt sicher auch imperiale Welten, die atheistisch eingestellt sind und darüber zum Rest des Imperiums einfach die Klappe halten. Ja, Missionare gehen halt hin und kommen nie zurück. Das klappt schon auch. Die gibt es durchaus. Die gibt es teilweise auch im offiziellen Fluff. Also ich darf nur Dan Abnett erwähnen. Ich bin kein großer Freund des Schreiberlings, weil er nicht viel mehr außer halt Gefechten schreibt. Aber wenn er sich doch mal durchringt, irgendwie zivils Leben zu schreiben, dann macht das ganz gut. Und auch da werden immer mal wieder imperiale Welten eingebaut mit völlig unterschiedlichen Hintergründen. Es gibt auch imperiale Welten nicht nur so halbtechnologisch primitiv, es gibt auch imperiale Welten, die höchst technisiert sind, aber die halt einfach nicht die, ich nenne es mal, die Marktmacht haben, um das irgendwie zu exportieren. Oder vielleicht sind die lokalen Technologien auch auf lokale Ressourcen beschränkt oder dergleichen. Man muss sich da nicht unbedingt primitiv halten. Man kann das auch deutlich moderner gestalten, wenn man imperiale Welten bespielt. Genau, aber ich glaube, um auch noch mal so ein bisschen zu den anderen Planeten zu kommen, können wir auch noch Beispiele liefern für andere besser beschriebene Sachen wie, ja, meinetwegen auch der Schreinwelt. Du hattest sie eben schon genannt. Wie könnte sowas aussehen? Das ist vor allem dann ein Planet, der mit der Ekklesiarchie gepflastert worden ist. Vielleicht, weil da irgendwann mal ein Heiliger auf dem Boden marschierte, weil er da irgendwie einen riesigen Dämon besiegt hat oder so und dann zu einem Märtyrer ausgerufen worden ist. Das könnte beispielsweise sein, dass dann irgendwelche Reisen, die wollen von A nach B, vom Drusus-Marken in die Golgena weiten, die halten dann einmal kurz auf diesem Planeten, um sich einen Reisesegen abzuholen. Die spenden dann da viele Throne, also viel an Geld oder an Ressourcen und ziehen dann von da aus weiter. Das wären dann Schreinwelten. Da gibt es dann quasi nicht nur diese eine Kirche, sondern das kann dann eben viele, viele Kirchen sein und die sind dann alle sehr, sehr groß und haben alle ihren sehr speziellen Glauben. Ja, was Schreinwelten primär ausmacht, ist zum einen ihre religiöse Signifikanz und zum anderen auch, dass sie meistens keinen anderen Nutzen haben. Also viele Schreinwelten im Kalixus-Sektor zum Beispiel sind wirklich exklusiv auf den Glauben ausgelegt. Das kann auch von der Bevölkerung sein, die nur wenige Hunderttausende feste Bevölkerung groß ist, die aber halt im Jahr Millionen von Pilgern durch ihre Pforten schleusen. Also der Vatikan wäre eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Vatikan selber ziemlich klein und man stelle sich jetzt das Ganze vor als riesigen Planeten mit wenig Bevölkerung, aber die Masse an Touristen, die eben vorbeikommt, ist unglaublich hoch. Wobei Touristen vielleicht der etwas falsche Begriff ist. Ich meine, die meisten,
Die meisten imperialen Bürger können sich sowieso keine Pilgerfahrten leisten. Wenn überhaupt, dann ist es so üblicherweise das Letzte, was man in seinem Leben tut. Zum einen sind Warp-Reisen sehr gefährlich, zum anderen sind die Entfernungen und die Zeiten auch einfach gigantisch. Und wenn Pilgerfahrten früh unternommen werden, dann sind es üblicherweise Pilgerfahrten im Sinne von Übersiedlung. Man pilgert zu einer neuen Welt, um sie für die Menschheit zu erschließen. Sehr selten gibt es dann natürlich auch die wohlhabenderen Pilger, die Pilgerfahrten so ein bisschen als den Touristenfreischein benutzen. Das ist aber die absolute Ausnahme. Und üblicherweise, ja, fährt man dann auch ganze Touren. Also man bucht sich die Passage für eine gewisse Passage auf einem Pilgerschiff und pilgert dann von einer zur anderen Schreinwelt und nimmt gleich mehrere mit, wenn man es schon macht. Das heißt, man arbeitet 80 Jahre, sein ganzes Leben, hat dann genug angespart, wenn es dann reicht, dass man dann übergesetzt wird in den nahen Weltraum, da dann von irgendeinem Freihändler, der dann viel, viel Geld nimmt und dann kann man eben ja seinen Lebensabend verbringen und wenn man nicht von einem Warpstrudel gefressen wird, dann bereist man drei, vier Pilgerwelten und stirbt dann irgendwann selig, friedlich Auf der und vierten, ja. genau auf der vierten und kann Ja, dann da eben und auch begraben werden. absolut. Und das ist auch ein nicht unerhebliches Problem für Heilig Terra selbst. Heilig Terra ist ja die Schreinwelt schlechthin. Man sagt immer, die Stufen des imperialen Palastes wären mit Knochen toter Pilger gepflastert. Denn Terra zu sehen und auf Terra zu sterben, ist die größte Ehre, die man sich vorstellen kann. Eigentlich schon weniger Schreinwelt, mehr eine Gruftwelt. Also was da alles Naja. in den Kellern liegt. Aber gut, Ja. wenn man jetzt Gruftwelt und Terra in den Mund nimmt, dann kommt die Inquisition wieder und fragt nochmal ganz genau nach, was man damit meint. Naja, es gibt ja durchaus Gruftwelten, was auch nicht ungewöhnlich ist. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht in den Rollenspielbüchern finden, aber Gruftwelten gibt es sehr wohl. Zum einen wirklich als Ausbettungsstätte von meist mehreren Hive-Welten. Aber auch im Sinne der klassisch also nordamerikanischen Kriegsgräberkultur, dass teilweise die Ausgangspunkte von einflussreichen Kreuzzügen im Laufe deren Ausfechtungen zu Gruftwelten werden, wo die geehrten Toten des Kreuzzuges begraben werden. Als zentraler Ort, um eventuellen Angehörigen auch einen Bezugspunkt zu bieten. Also es gibt durchaus Gruftwelten und die sind auch wirklich als Grab gedacht. Gerade für die Space Marines ist das ja auch immer so ein Ding, dass die dann riesige Statuen bekommen und dann kann man zwischen diesen riesigen Statuen umhergehen, die dann ja viele, viele Meter hoch sind und dann die Geschichten von denen lesen, was sie alles getan haben, wen sie alles besiegt haben, bevor sie dann irgendwann nach 800 Jahren von jemandem zerrissen worden sind. Ja, in der Tat. Wobei man sagen muss, dass die Astartes, die Orden sind ja recht klein. Das sind ja meistens nur 1000 Mann. Die haben üblicherweise in ihren eigenen Bastionen derartige Andachtsstätten. Die beanspruchen sehr selten ganze Gruftwelten. Ja, natürlich stehen auf Gruftwelten viele Astartes-Statuen herum, aber seltenstens ist dort wirklich ein Astartes begraben. Weil wir auch natürlich erwähnen sollten, dass Astartes nicht unbedingt tot begraben werden, aber another topic. Genau, also zu den Astartes und auch deren Begräbnissen können wir sicherlich nochmal in einem eigenen Cast sprechen. Aber es geht vor allem darum, dass man eben ihr Andenken wahrt, indem man ihnen da so eine Steinstatue hinstellt. Der Leichnam wird dann sicherlich anders verwertet werden. Bergbau? Ja, das ist auch noch so ein Subset der klassischen imperialen Welten. Es ist nicht sonderlich besonders. Man denke halt im Großen und Ganzen an die typische australische Minenstadt, ja? Nur halt als Planet ausgeführt und ähnlich auf den Export spezialisiert. Ja, relativ kleine Bevölkerung für das, was sie wirklich sind, aber vergleichsweise hohe Steuerlast. Was man hier sonst eben auch noch einführen kann und von da aus könnte man weiter springen zu der Fabrikwelt. Auf der Bergbauwelt wird sicherlich auch sehr viel am Mechanikus, wird auch sicherlich viel dabei sein und aufpassen, dass die Maschinen, gerade wenn man sehr viel tiefer graben muss,
eben gewährleistet werden, wenn man dann eben nicht nur Bergwerk mit 100 Schritt Tiefe macht oder mit 1000 Schritt Tiefe, sondern wenn man sich dann in die Planetenkruste reingräbt, wenn man den ganzen Planeten aushüllt oder aber wenn man eben gar keinen Planet hat, sondern einen Asteroidengürtel oder so, dass es da gar keine richtige Atmosphäre gibt, sondern dass man sich auf irgendeinen großen Steinbrocken setzt und da dann das Ganze wegschabt, also auch das wäre möglich. Aber je spezieller es wird, desto mehr Technik muss dann eben das Mechanikus auch liefern. Ja, und dementsprechend lässt es sich natürlich auch in entsprechenden Rohmaterialien dafür bezahlen. Denn im Gegensatz zu den meisten anderen Institutionen ist das Mechanikum durchaus weniger an Menschen interessiert und mehr an Maschinen. Bevor wir jetzt allerdings zu den Schmiedewelten springen, denke ich, sollten wir noch kurz die Freudenwelten ansprechen. Die gibt es nämlich auch in der imperialen Weltenkategorie. Was kann man denn da erleben? Ja, alles, was der Geldbeutel hergibt. Freudenwelten sind überraschend selten gestreut. Also ein Sektor kann sich glücklich schätzen, wenn er eine hat. Freudenwelten sind diese raren, die raren Juwelen in der Leere, die wirklich paradiesisch sind. Nettes Wetter, freundliche Umwelt, keine großen Raubtiere, schöne Landschaft und ja, das Ganze dann Seen, natürlich auch nicht. Meere. Ja? Gibt ja auch einige Leute, die haben noch nie das Meer gesehen und wenn sie das Meer gesehen haben, dann ist es vielleicht verdreckt oder verpestet oder sowas und hier kann man sich tatsächlich erholen. Oder eine andere Alternative als Vergnügungswelt wäre ja auch Las Vegas, also dass man einfach ein gigantisches Casino hat, was planetar groß ist, auch das wäre möglich. Auch das ist im Bereich des Möglichen. Ich glaube mich zum Sinn, dass es im Calixus-Sektor auch irgendwo eine Freudenwelt gibt, die effektiv nur aus einer großen Brot- und Spiele-Arena besteht. Das ist auch eine Option. Also, aber die meisten Freudenwelten sind wirklich eher paradiesischer Natur. Und sind auch sehr gerne den Eldar entrissen worden, als ehemalige Eldar Maiden Worlds. Genau dahin wollte ich jetzt nämlich auch kommen. denn wenn ich schon sowas lese wie Vergnügungswelt, Freudenwelt und ich denke dann so ein bisschen an vor allem die Schattenjäger, die dann auch so ein bisschen von den Ordos zu tun haben und dann dahin geschickt werden, weil irgendwas nicht stimmt, dann könnte es ja auch sein, dass Slaanesh da ihre Finger im Spiel hat. Ja gut, und wer Slaanesh sagt, der muss ja auch Eldar sagen. Das gehört ja irgendwie in einem Sinne dazu. Also nicht nur der Ordo Xenos kann da aktiv werden, sondern eben auch dann Hereticus oder Maleus. Ja, Freudenwelten sind so dieses klassische Setting, das Paradies ist mit schöner Fassade und verrottetem Inneren. Ja. Ja, da kann man sehr, sehr schöne Dinge dann einbauen und wie gesagt, gerade wenn man so junge Akolyten hat, die dann von dem Inquisitor darunter geschickt werden, weil sie sich dann eine Auszeit verdient haben, glaubt ihm nicht. Nein, glaubt niemals eurem Inquisitor, niemals. Aber auch wenn man Root Trader spielt, das wäre ja auch eine Möglichkeit, auch die können da sicherlich dann mit ihren großen Schiffen vor anlegen. Und ja, wenn man da mal kurz ein bisschen Geld ausgibt oder sowas oder sich ein bisschen erholt, nachdem man dann aus den großen Weiten des Weltalls wiedergekehrt ist, also auch da wären Möglichkeiten, um für die Rook Trader, für die Freihändler dann Plot zu erzeugen. Ja, ich hatte auch schon Freihändler, die, nachdem sie auf Terra formal geheiratet haben, sich dann eine Freudenwelt gekauft haben, um ihre Flitterwochen zu feiern. Dieses Dekadente, ja, gut. Man muss nur wissen, wie. Ja, die sind natürlich unverschämt reich. Freihändler sicherlich auch nochmal ein ganz eigener Cast wert. Da gibt es eine Menge zu erzählen, wenn man dann möchte. Oh ja. Oh ja. Ja. Gut, Vergnügungswelten sind wir durch, oder? Vergnügungswelten sind ziemlich very well covered. Ja. Dann kommen wir zu den Fabrikwelten. Hatte ich eben schon angerissen, ein Thema Bergbau, Mechanikus, ist es eigentlich genau das. Fabrikwelten produzieren Maschinen, irgendwelche Rohstoffe werden geliefert. Das sind nicht unbedingt Menschen, das sind vor allem ja Rohstoffe, Erze in verschiedener Ausfertigung, die dann mit Hämmern, mit Feuer gepresst werden zu Panzern, Lasergewehren, was auch immer das Imperium gerade braucht. Da sind dann noch eine ganze Menge an den Standard Construction Templates, die da vorhanden sind, hoffentlich, damit man dann eben hochwertige Maschinen produziert. In der Tat. Man findet gelegentlich auch noch die Unterscheidung zwischen Fabrik- und Schmiedewelt, wobei
die nicht immer ganz eindeutig und klar ist. Ich würde sie aber hier gerne treffen. Fabrikwelten sind üblicherweise nicht unter der Herrschaft des Adeptus Mechanicus und stellen eher Low-Tech-Güter her. In rauen Mengen schon industrielle Güter. Was sind Low-Tech-Sachen? Also ein Lasergewehr wäre jetzt Das Low-Tech wäre oder eher nicht? Low-Tech, Hm, ja. okay. Oder so Sachen wie Heizungseinheiten, einfach nur Munitionsfabriken, eventuell auch typische Konsumentengüter, zum Beispiel eine Welt, die Medkits herstellt. Ja, das wären so typische Fabrikwelten. Viele eine Hive-Welt hat als Fabrikwelt angefangen. Und das hat sich dann halt ausgewachsen im Laufe der Zeit. Es gibt aber dann halt auch noch die Schmiedewelten, die von Anfang an unter der Herrschaft des Adeptus Mechanicus stehen und von Anfang an auch Hightech produzieren. Soll heißen Titanen. Ra Titanen, Raumschiffe, Warp-Antriebe, Plasmatriebwerke, Plasmawaffen vielleicht sogar, Energiefelder, alles, was wirklich, Bolter. ja, auch alles, was wirklich aus dem SCC entspringt. Wobei man natürlich auch sagen muss, Kriegsgerät. ja, wobei Kriegsgerät auch Low-Tech sein kann, ja. Also jetzt zum Beispiel eine Welt, die halt Milliarden von Schwertern für die imperiale Garde herstellt, ist nicht unbedingt eine Schmiedewelt. Aber wenn du so eine Spielewelt vom Mechanikus hast, das wird ja nicht frei verkäuflich sein. Also jetzt, der Mars interessiert sich ja sowieso nicht wirklich für Geld, aber wenn du so einen Titan mal hergestellt hast, der wird ja nicht an irgendeinen Freihändler verkauft. Nein, Der wird natürlich nicht. dann ja nur innerhalb der imperialen Struktur weitergegeben. Das meine ich jetzt mit Militärtechnik. Nicht mal das. Also Titanen sind ja wieder absoluter Sonderfall, weil die ja auch religiöse Kultobjekte für den Adeptus Mechanicus sind. Die Die werden sowieso Gottmaschinen. nicht wirklich rausgegeben. Aber ja, das Adeptus Mechanicus handelt schon auch. Ja? Also die brauchen ja auch doch irgendwann mal harte Währung, um ihre Rohstoffe auch einzukaufen. Wir hatten ja, glaube ich, im ersten Podcast schon mal erwähnt, dass das Adeptus Mechanicus und das Imperium proper so ein bisschen zwei Reiche ineinander sind. Vereinbarung der Ja. Omnissiah. Genau. Vor diesem Hintergrund auch hat natürlich das Imperium auch seine eigenen Fabrikwelten quasi, die nicht dem Mechanicus unterstehen. Aber der Mechanicus ist für Hightech zuständig, ja. Plus, was noch dazu kommt bei Schmiedewelten, ist dann der religiöse Aspekt der Fertigung. Auf Schmiedewelten ist es üblicherweise so, dass der Prozess der Fertigung religiös ritualisiert ist und als Anbetung des Omessias verstanden wird. Auf Fabrikwelten herrscht aber normalerweise der imperiale Glaube vor. Der klassische imperiale Glaube, der die Menschen in den Vordergrund stellt, nicht die Maschinen. Kadia beispielsweise ist auch so ein kleiner Sonderfall, auch wenn es Ah. mittlerweile vernichtet ist. Aber als letztes Überbleibsel vor dem großen Auge hatte Kadia eine eigene Schmiedewelt, die ganz in der Nachbarschaft stand und die hat dann riesige Kanonen produziert, nur für diese eine Welt. Und das fand ich eben auch relativ interessant, dass solche Welten dann ausgebaut werden zu eigentlich einer riesigen großen Kanone. Jo. Und das wäre auch so wieder so ein klassisches Beispiel. Ist nicht unbedingt Schmiedewelt, ist eher Fabrikwelt, aber die Unterscheidung im Fluff ist manchmal nicht so ganz klar. Was ich auch noch als relativ erschreckend angesehen habe, es kommt ja auch vor, dass es dort Menschen gibt, die dann Kinder kriegen, also die dann natürliche Geburten haben. Und das Mechanikus ist dann auch sehr interessiert, gerade bei Kindern dann schon einige Verbesserungen anzubringen. Gibt es tatsächlich Quellen zu, die dann besagen, dass dann Kindern oder auch Babys Gliedmaßen dann schon entfernt werden. Also die sind da sehr Ja. rigoros, das kann unter anderem auch vorkommen. Das kann nicht nur vorkommen. Das ist ja, man muss es aus einer anderen Perspektive sehen. Aus Sicht des Adeptus Mechanicus ist die Maschine perfekt und das menschliche Fleisch schwach. Das ist für den Mechanicus nicht viel anders, als wenn wir unsere Kinder impfen. Jedes verantwortliche Elternteil, warum sollte man die heiligen Segen der Maschine seinem Kind verweigern? Das wäre ja Wahnsinn. Ist ja auch eigentlich eine große Ehre, gerade wenn man zu so einem Skitari ausgebildet wird, also diesen Elite-Kriegern des Mars, die dann ja allerlei an Verbesserungen haben. Das ja, ist tatsächlich eine große Ehre. Und Auch wenn es für selbst, uns jetzt ein bisschen hart klingt. ja, und selbst wenn man nicht zu einem Elite-Krieger, selbst wenn man nur ein normaler Arbeiter wird, ist es doch in jeder Hinsicht zu bevorzugen, einen Arm zu haben, mit dem ich ein heißes Schmiedeteil einfach anfassen kann, anstatt irgendwelche Zangen benutzen zu müssen. Vor allem auch die Einstimmung. Es ist ja so, dass die großen
technologischen Errungenschaften, die haben ja alle sowas wie eine Seele, die sind vom Omnisire beseelt und das ist tatsächlich so. Also selbst so ein einfaches Lasergewehr ist dann ja auch irgendwie mit einem eigenen Willen versehen oder auch die Rüstung von einem Space Marine. All diese Sachen sind beseelt und wenn man dann selbst ein solcher Priester ist, dann kann man sicherlich sehr viel besser damit umgehen, als wenn man nur eine einfache Person ist. Ja, richtig. Man kann sich sehr viel mehr den Maschinengeist gewogen machen. Aber um aufs zivile Leben zurückzukommen, nicht so sehr auf die Kriegerkasten, muss man sagen, dass sich das Leben auf einer Schreinwelt doch erheblich von dem Leben auf anderen imperialen Welten unterscheidet. Zum einen wird primär die Maschine angebetet und weniger der Imperator. Und zum anderen wird auch viel mehr Wert auf, was wir heute als wissenschaftliches Denken bezeichnen würden, gelegt. Auf Logik. Nicht so sehr auf Forschung, weil das schon alles erledigt ist, aber es ist viel mehr der Fokus auf den Intellekt. Während die Ekklesiarchie predigt, dass der Geist gesegnet ist, der zu klein für Zweifel ist, sieht es beim Mechanikum anders aus. Das Mechanikus legt Wert darauf, dass seine Untergebenen und seine Gläubigen einen gewissen Bildungsgrad haben und in der klassischen Logik auch denken und arbeiten können. Und das führt dann auch oft dazu, dass Charaktere von Schmiedewelten, die auf Schmiedewelten aufgewachsen sind, nicht wenig Schwierigkeiten haben, sich in normale imperiale Gesellschaft zu integrieren, weil sie nicht nur namentlich andere Ansichten haben, sondern auch wirklich von Ausbildung, Erziehung und Entwicklung mit völlig anderen Ideen aufgewachsen sind. Das macht natürlich dann Mechanikus-Charaktere, die von Schmiedewelten auch wirklich kommen, immer so ein bisschen interessant. Vor allem, wenn man dann eben auch so ein bisschen seine Emotionen beiseite schieben kann und das Ganze so ein bisschen logischer betrachten kann. Ich kann jetzt hier stehen bleiben und meinen Freunden den Rücken decken. Dabei werde ich vielleicht sterben, aber ich kann wenigstens sie retten und 50 weitere Feinde mitnehmen. Das ist eine sehr logische Überlegung, da sind keine Emotionen drin. Und ein Charakter von einer Schmiedewelt könnte dann eben sehr, sehr wertvoll sein für beispielsweise die Inquisition. Selbst aus anderer Sicht, Charaktere, die auf Schmiedewelten aufgewachsen sind, sind normalerweise mit Tech in einer Weise bekannt, die auf anderen Welten fehlt. Und ich habe es auch schon erlebt, dass der Psioniker von der Schmiedewelt kommt und da kein Tech-Priester in der Gruppe ist, übernimmt halt dann der Psioniker die Tech-Sachen, weil er kennt sich ja aus, er ist immer aufgewachsen mit dem Zeug. Psioniker sind ja an sich auch sehr, sehr gebildet, haben eine eigene Ausbildung genossen, meistens dann auf Terra, wenn sie dann rechtmäßig ausgebildet worden sind. Aber auch die sind dann sehr logisch und sehr intelligent. Und das ist immer auch ein netter Hintergrund-Touch, wenn man so ein bisschen so einen Charakter spielen möchte, der so ein bisschen außerhalb des effektiven Imperiums steht, aber halt nicht jetzt irgendwelche völlig radikalen Ansichten hat, die ihn in den Augen der meisten zu einem Ketzer machen würden. Da bieten sich dann Tech-Welt-Hintergründe immer an. Gut, aber ich glaube, damit haben wir das zumindest erledigt und uns bliebe noch die Makropolwelt oder auch die Hive-World. In der Tat, die Makropolwelt. Makropolwelten sind jetzt so in der Fiktion, treten sie am häufigsten auf, darf man sagen, sind aber eigentlich eine relativ kleine Gruppe, zumindest was die Anzahl der Welten angeht. Makropolwelten sind effektiv so die Städte des Imperiums, kann man sagen. Ja, das sind so die Stadtzentren. Größtenteils sind auf Makropolwelten die sogenannten Hives, die Makropolen, die Megastädte angesiedelt. Die bedecken teilweise die ganze Welt, aber eher selten. Also die ganz großen Makropolwelten, ja, bei den kleineren hat man dann üblicherweise halt ein oder zwei Kontinente bedeckt und das war's dann aber auch. Genau, das heißt, die Städte sind dann exakt genauso groß wie der Kontinent, irgendwie getrennt durch meinetwegen ein Meer oder sowas, aber selbst das muss dann nicht aufhalten, dann wachsen teilweise die Städte auch ins Meer oder unters Meer. Und in denen wohnen dann mehrere Milliarden von Menschen auf verschiedensten Ebenen. Die reicheren Leute wohnen dann sehr hoch gelegen oder aber sehr tief. Das kommt ein bisschen drauf an, wie verschmutzt es ist. Zumindest wohnen sie abseits, so weit abseits vom Pöbel, wie es irgendwie geht. In der Tat. Auf den meisten Makropolwelten ist es wirklich oben. Man hat auch eine schwere Stratifizierung. Die halt wirklich von oben lebt, in der höchsten Spitze lebt der Gouverneur, bis halt hinunter in die untersten Löcher und dunkelsten Gassen des Unterhalfs.
Und man sollte dazu sagen, also mit mehreren Milliarden, ich meine, wir haben ja auch schon 9 oder so in der Gegend irgendwo hier. Wir reden eher so von dreistelligen Milliardenbeträgen auf typischen Hive-Welten. Ist es tatsächlich so viel? Das wusste ich jetzt auch nicht. Also zum Beispiel Cypramundi, die Flottenbasis im Segmentum Obscurus, ist eine Hive-Welt mit 350 Milliarden Bevölkerung. Okay, ja gut. Das sind schon ganz andere Zahlen und ich glaube, wenn man so eine, man kann das ja auch gar nicht richtig verstehen. Selbst eine Million ist schwer zu greifen, 1 Million Menschen, aber wenn man dann von vielen 100 Milliarden hört, dann kann man vielleicht auch so ein bisschen verstehen, warum man so aasig mit den Menschen umgeht und warum man die dann so aushebt. Ja, es gibt immer den schönen Spruch, dass wenn man die Welt eben nicht erobert, dann soll man mehr Soldaten schicken und zwar so viel, dass die Feinde im Blut der Soldaten ertrinken. Das ist manchmal valide. Ja, also und das ist auch, warum die Flotte Cypramundi als Flottenbasis gewählt hat, weil wir, sagen wir mal, die Schiffe in 40k doch recht viele Menschen verbrauchen. Und da war halt dann diese klassische Symbiose, ne? Die Flottenbasis ist schon da, dann ist die Welt auch gut versorgt und beschützt und dann wächst die Welt natürlich auch weiter und man hat aber halt auch immer gut Nachschub für die Crew. Ja, wie sieht sowas dann aus? Wie gesagt, wir haben mehrere Ebenen, die dann auch sehr klar voneinander getrennt sind. Also man reist dann nicht eher auf so einer Ost-West-Achse oder Nord-Süd, sondern eher nach oben und unten. Das würde dann eher die Klassen dann voneinander unterscheiden. Mit riesigen Fahrstühlen fährt man dann viele 100 Meter nach oben oder nach unten. Es gibt dann auch Wachen zwischen diesen Punkten, die dann dafür sorgen, dass nicht jeder irgendwie wohin reisen kann, wo er will, sondern ganz, ganz klar und hart getrennte Schichten. Gerade wenn man dann auf die untersten Level kommt, die Leute wissen nicht mal mehr, was Sonne ist oder das Wasser, was die getrunken haben, ist dann schon vorher durch 5 andere Körper gelaufen. Ja, ist nicht ungewöhnlich. Und auch Soylent Green ist sehr beliebt in Hives. Weil, ja, Hives-Welten sind, wie man sich an die Bevölkerung vielleicht denken kann, recht abhängig von Agrarimporten. Die finden dann in vielen Fällen auch einfach als Nährpaste statt, einfach weil es Logistik einfacher macht, weil eine Pipeline an Nahrung ist viel einfacher zu managen als halt irgendwie Transport mit aufwendigen Mitteln. Außerdem sollte man erwähnen, dass auf den meisten Hive-Welten die Umgebung außerhalb der Hives extrem lebensfeindlich ist. Also da gibt es auch den schönen Spruch bei Hive-Weltern, they don't suffer the indignity of the great outdoors. Also nach draußen zu gehen, das gibt's nicht für einen Hive-Welter. Der Hive ist draußen. Und jenseits des Hives kann liegen, was möchte. Das, ja, ist einfach ähnlich wie die Leere für den leeren Fahrer. Da draußen ist nichts. Ja, man muss sich das auch ein bisschen vorstellen, wenn dann über viele, das sind ja nicht nur Jahrtausende, sondern eben viele Jahrtausende, wenn dann eben darüber viele Milliarden und Abermilliarden von Menschen Abwasser produzieren, was dann irgendwo hinlaufen muss und die leben da ja nicht nur, die arbeiten da ja auch, gerade auf den Mittelmakropolen, Oh ja. die haben ja auch alle ihre Aufgaben, die werden da irgendwie, ja, weiß ich nicht, was schmieden oder wieder irgendwelche Medipacks herstellen, was auch immer die dann für eine Aufgabe haben, aber die arbeiten, die haben Industrie Abfälle und die werden dann eben in die Umgebung gepumpt, denn kaum ein Freihändler wird dann den Müll wegnehmen und auf eine Müllwelt bringen. Gibt es natürlich auch, dass es dann einfach Müllwelten gibt, wo dann der ganze Scheiß abgeladen wird, aber vor allem wird das meiste dann eben einfach mit großen, dicken Rohren einfach wegtransportiert und darunter leidet dann eben der Rest der Kontinente. Was ja egal ist, da die Hives eigene Lebenserhaltungssysteme haben, im Generellen auch ziemlich dicht und gut befestigt sind. Und naja, was macht's denn? Ja, die natürlichen Ressourcen sind eh schon lange ausgebeutet worden, die draußen sind. Und was reinkommt, wird verarbeitet und wieder exportiert. Und deswegen vorher auch die Erwähnung, dass viele eine Hive-Welt als Fabrikwelt angefangen hat. Hive-Welten produzieren auch sehr viel. Man kann auch davon ausgehen, dass es eine ganze Menge an diesen Agrar- oder Feudalwelten in der näheren Umgebung einer solchen Welt liegen. Denn ja, die werden einfach vollgepumpt von irgendwelchen, also irgendwelche Freihändler kommen dann, pumpen die Agrarwelt leer, fahren dann rüber, pumpen das da wieder raus und fahren direkt wieder weiter.
Denn in der Zeit, wo die unterwegs sind, ist das schon wieder alles leer gegessen und ja, die sind einfach ununterbrochen sind die unterwegs, um einfach Nahrung anzuschaffen. Es gibt auch verschiedene Berichte davon, dass dann mal eine Ernte ausgefallen ist, was sich das Imperium nicht leisten kann. Und dann, ja, hat das Chaos natürlich auch leichtes Spiel. Wenn dann, ja, die Leute hungern, da kann man dann seine leisen Stimmen wispern lassen. Da gibt es eine ganze Menge Berichte von. Oh ja. Ich muss jetzt allerdings eine kleine Tangente einwerfen, weil ich immer wieder Freihändler höre. Vielleicht sollten wir es einfach kurz anreißen. Man wird kaum einen Freihändler finden, der zwischen einfachen imperialen Welten handelt. Üblicherweise ist es entweder die Handelsmarine oder die sogenannten Katristenkapitäne, die auf 100 Jahre eine Route gepachtet haben vom Imperium. Das sind so diese typischen Frachtkapitäne, die im Imperium hin und her fahren. Freihändler sind wirklich die Entdecker wie Christopher Columbus und Vasco da Gama und dergleichen, die hinausziehen, um das Imperium zu erweitern. Ja, es gibt auch einige wenige Freihändler, die langweiligen Handelsrouten fahren. Aber im Normalfall tun das eher Kratistenkapitäne, die auch bei Weitem nicht die Rechte von Freihändlern haben. Ansonsten, ich glaube, das hatten wir beim ersten Mal auch angesprochen, die richtigen Rogue Trader sind dann mit einem Brief unterwegs vom Imperator und außerhalb der Grenzen sind die dann berechtigt, Planeten zu kolonisieren. Sie müssen einfach die betreten, Fahne reinstecken in den Boden und das gehört das quasi dem Imperium. Und auch da hat dann nicht mal mehr ein Inquisitor die Berechtigung, diese Leute aufzuhalten. Richtig. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, gerade wenn die Planeten eben nicht bekannt sind. Da kann sich ja alles dann rumtummeln an Orks, an, ich sag einfach mal Xenos, wie auch immer es geartet ist, oder eben auch Chaos. Die haben dann ihre ganz eigenen Probleme, aber ja, genau, eher außerhalb des Systems und nicht so sehr im Inneren. Hast du recht. Nee, also ich wollte es nur erwähnen, was immer wieder vorkam. Ja, was man auch noch erwähnen sollte zu Hive-Welten, was relativ wichtig ist, da die Hive selber ja doch technologische Einrichtungen sind, sind Techpriester relativ verbreitet, aber auch die Herrschaft durch Technik. Also die oberen Schichten, die Adligen des Hives, kontrollieren üblicherweise auch die Lebenserhaltungssysteme des Hives. Was natürlich Aufstände meist sehr schwierig macht. Ja, Aufstände werden erschwert, aber natürlich, wenn man sich so ein bisschen überlegt, wie ist denn der untere Teil des Hives kontrolliert? Ja, wahrscheinlich gar nicht. Es gibt natürlich das Abitus, aber auch die stehen meistens nur an diesen großen Treppen oder Fahrstühlen und sorgen dann dafür, dass keiner hochkommt. Aber runtergehen werden die selber auch nicht. Also die sorgen einfach nur dafür, dass die nicht hochkommen. Niemand wird dann noch irgendwie nach dem Rechten schauen und gucken, unter was für Schmutzbergen die dann leben. Das interessiert einfach keinen. Hauptsache, die drehen da nicht durch. Das stimmt schon. Nichtsdestotrotz sind Hives sehr gut befestigt. Also imperiale Hive-Welten sind üblicherweise mit eigenen Void-Shields ausgestattet, ähnlich wie Raumschiffe. Und es ist schon so, dass auch für Invasionsflotten Hive-Welten nicht gerade die leichtesten Ziele sind. Zum einen haben sie die Bevölkerung, um auf die Schnelle Milliarden von Reservisten auszuheben. Und zum anderen haben sie natürlich auch die technologische Befestigung auf dem Boden, was üblicherweise zu Belagerungen führt. Genau, da kommt es meistens auch wieder so ein bisschen drauf an, wie dann der Planet wieder versorgt wird von außerhalb. Aber auch da kümmert sich das Imperium ja meistens darum, dass es dann auch den Agrarwelten drumherum gut geht oder den ganz generell den Lieferanten. Die müssen eben auch unter ordentlichen Bedingungen leben, damit dann die weiter auch liefern. Natürlich. Oder sich halt natürlich vom Imperium gründlich erpressen lassen. Aber kommen wir dazu ein andermal. Ich denke, wir haben dann eh schon so die groben Welttypen durchgekaut. Richtig, aber es fehlt noch eine Kultur. Ja. Eine Kultur, die nicht auf Planeten verankert sind, ist, sondern dazwischen. Und zwar die Kinder der Leere, auch die sollten wir erwähnen. Das ist richtig, die kommen die kommen sehr gerne auch als Charakterarchetypen vor. Und die Kinder der Leere nennt man alle Leute und Menschen, die irgendwie im Weltraum geboren wurden. Sei es auf einer Raumstation oder auf einem leeren Schiff oder vielleicht sogar auf einem leeren Schiff, das gerade den Warp durchquert. Weil allein die Größen der Schiffsbesatzungen geben da den statistischen Vorschub, dass solche Leute zustande kommen. Kannst du mal erzählen, wie groß so ein Weltenschiff ist? Also wenn du jetzt sagst, sind das dann eher 100 Leute, 1000 oder 10.000? Ja, also Weltenschiffe hat das Imperium eher weniger. Das ist eher so eine Elder-Sache. Man sagt, typische imperiale Kriegsschiffe fangen so
Zerstörer, also das Kleinste, was du finden kannst, was warpfähig ist, fängt so bei 10.000, 15.000 Mann Besatzung an. Das zieht sich dann hoch über leichte Kreuzer mit ungefähr 40.000 Mann, Kreuzer mit 60.000 bis 80.000 Mann, Großkreuzer 160.000, Schlachtschiffe haben dann teilweise 200.000, 300.000 Mann Besatzung. Okay, damit haben wir zumindest eine kleine Vorstellung, wie das damit geboten aussieht. Wenn man das einfach mal vergleicht mit großen Städten, das ist ja eher dann handhabbar, dass man da so einen kleinen Überblick hat von 200.000 bis runter zu 10.000. Ja, was auch dazu führt, da diese Bevölkerungen ja relativ klein sind, dass Konkubinen und man so muss auch sagen, Prostituierte auf vielen Schiffen eher angesehene Professionen sind. Aus dem einfachen Grund, weil sie von Reisenden ein frisches Genmaterial in die Besatzung bringen. Das ist auf Kriegsschiffen weniger verbreitet als auf Katristenschiffen. Auf Kriegsschiffen ist es deswegen weniger verbreitet, weil die Crew einfach einen höheren Durchsatz hat, weil sie halt im Gefecht sterben und dann immer wieder neue Crew aufgenommen wird, von wo auch immer sie gerade anliegen. Aber Katristenschiffe, die eher selten Gefechte sehen, sind schwer auf sowas angewiesen, dass auf jeder Welt, die sie besuchen, auch immer wieder frisches Genmaterial für die Bevölkerung aufgesammelt wird. Ja, gerade wenn man sich überlegt, dass diese Händlerschiffe seit ja, vielen Jahrtausenden durch den Warp kreuzen, dann kann man sich überlegen, weil die werden ja, wenn sie irgendwo ankern, dann wird nicht alle 10.000 Leute gehen dann auf Landurlaub und können dann sich mal irgendwo draußen austoben. Nee, die Kinder der Lehre bleiben da oben, die bleiben in ihren Maschinenräumen, in ihren Kanonenräumen, in ihrem Lager, die auch riesig groß sind, viele, viele Kilometer sind die groß. Und dementsprechend haben die keinen Austausch. Und das ist eben auch ein Grund dafür, dass die Kinder der Lehre merkwürdig sind und von allen auch erkannt werden. Die sind sehr lang, sehr groß, die sind nicht der Gravitation ausgesetzt, sehr bleich, weil sie die Sonne normalerweise nicht gesehen haben, wenn sie nicht gerade irgendwo am Fenster arbeiten. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ja da der Durchsatz nicht so hoch ist wie bei anderen. In der Tat. Und dann kommt noch dazu, dass die leeren Geborenen üblicherweise auch einen etwas unheimlichen Ruf haben. Man sagt ihnen normalerweise nach, dass sie irgendwie vom Warp berührt wären oder zumindest von der Leere. Und es entbehrt auch nicht einer gewissen Logik, denn es ist schon so, dass die üblicherweise etwas mehr Glück haben als die anderen imperialen Menschen. Und das ist auch im System fein abgebildet. Und zwar haben diese leeren Geborenen üblicherweise immer einen Fate Point mehr als die anderen Herkunftsorte. Die Schicksalspunkte. Genau. Und ja, die sind wirklich auch glücklicher. Man sollte auch erwähnen, dass im Rollenspiel selber, je nach Herkunftsart, hat jeder seine gewissen Vor- und Nachteile. Das ist relativ gut ausbalanciert. Aber bei den leeren Geborenen fällt es halt besonders auf, dass sie hier diesen speziellen Vorteil haben. Das sagt, ja, sie sind wirklich mehr Glückspilze als die restliche Bevölkerung. Wenn man sich so ein bisschen überlegt, dass der normale Bewohner einer beliebigen Welt den Weltraum noch nicht gesehen hat und auch weiß, was der Warp denn ist. Also niemand weiß, was der Warp ist, aber die Kinder der Lehre, die da leben, die reisen dann doch oft monatelang oder wochenlang in diesem Warp herum. Die sehen irgendwelche Reflexionen. Gerade wenn man mal durch so ein Fenster guckt, dann flirrt das da irgendwie so ein bisschen lila und man weiß, okay, da sind irgendwelche Schutzschilder aktiv. Aber man wird eben sehr, sehr lang, eigentlich sein ganzes Leben lang wird man von diesem Warp dann eben berührt. Es gibt dann diese kurzen Unterbrechungen der Reise, wo man dann mal über einen Monat lang Waren auslädt, dann werden die wieder eingeladen und dann geht's wieder lang, wieder über 3 Monate, 4 Monate weiter durch den Warp und ja, vielleicht kann man sogar die Dämonen an der Außenseite des Schiffes kratzen hören. Ganz sicher sogar. Ja, und das prägt die Leute halt, kann man sagen, ja. Ja, dann glaube ich, hattest du vorher noch in so einem Vorbereitungsgespräch erwähnt, dass wir vielleicht noch kurz die Verbotenen und die Totenwelten anschneiden sollten. Ja, genau. Verboten, leblos, Todeswelten, Kriegswelten, all das sind dann noch weitere Möglichkeiten. Die Todeswelten, das hast du ja schon erklärt, alles so ein bisschen spezieller. Kannst du ein bisschen was zu den einzelnen Punkten sagen? Ja, gehen wir sie kurz durch. Die verbotenen Welten können irgendwelche Welten sein, bei denen die Inquisition gesagt hat, du kommst hier nicht rein. Es läuft üblicherweise so, dass man eine Navigationsbarke aussetzt, die allen vorbeifliegenden Schiffen Bescheid sagt. Wenn du hier landest, bist du ein Ketzer und wirst exkommuniziert.
Say no more and turn around. Du brauchst auch keine Begründung. Das ist einfach so. Genau, du hast nicht zu fragen. Du drehst jetzt besser um. Das sind verbotene Welten. Das können irgendwelche Hintergründe sein. Ist natürlich auch eine nette Plot-Device, wenn man es benutzen möchte als Spielleiter. Verbotene Welten bieten sich immer an. Die Todeswelten sind nochmal ein Unterschied, die hatten wir schon besprochen. Aber es gibt ja auch noch tote Welten, also die Dead Worlds. Death Worlds, sondern Dead Worlds. Dead Worlds sind Welten, die einst belebt und bevölkert waren, aber nicht mehr. Das können Welten sein, die Opfer eines Exterminators wurden. Das können aber sehr wohl auch Welten sein, die aus unbekannten Gründen tot sind. Ja, wir hatten vor 300 Jahren hatten wir dann mal 1 Milliarde Menschen und jetzt kommen wir mal wieder. Die sind alle irgendwie verschwunden. Wir wissen nicht, was mit denen passiert ist. Genau, wir finden keine Hinweise auf Waffenfeuer, wir finden keine Hinweise auf Invasionen, nichts. Die sind einfach weg. Wir stellen mal ein Schild auf. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber bleibt einfach mal weg. Ja, das wäre eine gute Idee. Genau, dann gibt es auch noch Kriegswelten. Ich weiß nicht, ob die im Imperium wirklich eine Kategorie wert sind, ne? Aber Kriegswelten sind Welten, die so vom Krieg gezeichnet sind, dass man sie nicht mehr als ihre ursprüngliche Welt erkennt. Können imperiale Welten einst gewesen sein, die seit Jahrhunderten umkämpft sind. Können auch Welten sein, die einfach durch große Kriege vernichtet wurden und jetzt nur noch aus Krieg bestehen. Meiner Meinung nach mitunter die uninteressanteste Kategorie der ganzen Geschichte, weil realistischerweise kann ich in 40k jede Welt zu einer Kriegswelt machen, wenn ich möchte. Ich brauche nicht mal irgendwie große Vorwände. Ja, also man kann natürlich auch die Only-War-Kampagnen spielen, aber ich denke auch, das macht mehr Spaß, wenn man da irgendwie ein interessantes Terrain hat. Dann schlachte ich mich irgendwie lieber durch einen Hive oder so. Der kann ja auch sehr, sehr verschieden sein, wenn dann irgendwelche Mauerbruchstücke runterfallen oder irgendwelche Urzeitwelten, wo ich dann mich im Dschungel dann wie bei den Katachanern hindurchkämpfen muss. Das ist allesamt interessanter, als wenn ich da durch irgendwelche Granatenkrater laufe und der 50. Granatenkrater ist dann einfach nicht mehr interessant. Ja, in der Tat. Man muss sagen, man kann Kriegswelten zwar vernünftig verwursten, es ist aber sehr schwierig und ich würde es im Normalfall niemandem anraten. Also außer in Only-War-Kampagnen, die dann meistens eher den Fokus auf die menschliche Interaktion zwischen den einzelnen Regimentern und der Interaktion der Imperialen untereinander legen. Das ist dann wieder interessant, aber auch das kannst du eigentlich auf jeder beliebigen Welt spielen und brauchst keine Kriegswelt als Hintergrund. Ja, selbst wenn wir dann uns die Deathwatch-Kampagnen ansehen, die haben dann ja 3 Kreuzzüge bzw. 3 Keile, den Karnes, den Arkaros und den Orpheus-Keil. Und selbst da sind die Welten allesamt, obwohl sie seit langer, langer Zeit im Krieg stehen, sind sie allesamt interessant und haben alle irgendwie was zu bieten, was sich eben von anderen Welten abhebt. In der Tat. Und vor allem, das muss ich den Deathwatch-Kampagnen höchst zugute halten, die schaffen es, mit Space Marines, die eh schon nicht so sonderlich sozialkompatibel sind, reichlich Social Gameplay einzubauen. Da muss ich wirklich sagen an die Schreiber, Hut ab, meine Herren. Das ist wirklich exzellent gemacht. Ja, und da, also vor allem die eine große Kampagne, der Imperator beschützt, wurde ja von einer Autorin geschrieben. Aber ja, ganz generell, die sind auf einem sehr hohen Niveau, muss ich auch sagen. Habe ich erst neulich rezensiert. Welten. Aber die sind ja eigentlich das Uninteressante bei der ganzen Sache. Weil was sind Welten ohne Menschen? Ansonsten, ja, Wachstationen sind dann meistens irgendwelche großen Raumstationen, die vor Waffen starren. Und ja, da werden dann kurz die Imperialarmee zwischengeparkt oder Space Marines zwischengeparkt. Und von da aus geht es dann auch weiter. Ja, ungefähr so spannend wie Kriegswelten. Ja. Meist uninteressant. Und die Unklassifizierten sind einfach noch nicht entdeckt, noch nicht benannt, noch nicht kolonialisiert. Da wollte man irgendwann mal hin, ist dann vielleicht wieder geflohen oder so, konnte noch nicht mal einen Namen geben oder sie haben irgendwelche kryptischen Namen. Also muss man noch mal gucken, was daraus wird. Ja, ein Classifier ist einfach, wir hatten keine Lust für Kategorien heute oder wissen es noch nicht. Ja, das ist auch eher uninteressant. Das kann man brauchen, wenn man irgendwie so eine richtige Freeform-Kampagne laufen lässt und sagt, aha, ihr seid Freihändler und entdeckt Welten und es liegt euch zu entscheiden, was es wird. Dann kann ich mir vorstellen, dass ich Unclassified auf einer Karte einzeichne, aber ansonsten, nee, eher nicht. Wir haben ja eigentlich jetzt gerade nur das Bob Ross-Hintergrundgemälde gemacht, ja? Genau, wir haben den großen Rahmen gesteckt. Jetzt können wir das Ganze mit Kultur füllen.
Ja, gut, ich weiß nicht. Also, wenn wir oben anfangen, können wir es mit Kultur füllen. Wenn wir unten anfangen, glaube ich, wird das schwierig. aber ja, fangen wir vielleicht oben an. Man muss immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, 40K kam von einem Table, kommt von einem Tabletop-System, wo es primär erstmal darum ging, kleinen Jungs bunte Figürchen zu verkaufen und eine coole Geschichte, um eine halbe Stunde Spiel zu erzählen. Und der ganze Hintergrundaspekt, alles, was man braucht, um eine glaubwürdige Welt darzustellen, das kam alles erst viel später ins System. Und dementsprechend mager ausgearbeitet ist halt auch das zivile Leben in den üblichen Kodizes. Was sich immer anbietet, ist so ein bisschen die Schichten durchzugehen. Das Imperium ist ja sehr rigide organisiert und es gibt auch relativ klare Schichtabgrenzungen. Okay, bevor wir von oben anfangen, machen wir vielleicht ein paar Grundzüge. Was macht im zivilen Leben in 40K einen großen Unterschied zu dem, was wir heute kennen? Ich spreche jetzt einfach mal für typische westliche Audienzen, die ich mir sicher bin, im deutschsprachigen Raum alleine und ausschließlich vorhanden sind. Ich kenne jetzt nicht allzu viele deutschsprachige Diktaturen, die wir heutzutage noch haben, oder? Österreich? Na, immer mal so, mal so. Mal schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja, also ich setze jetzt mal nicht mein Geld auf Luxemburg. Was man grundsätzlich als erstes mal anmerken sollte für 40K Zivilleben ist, es ist keine freiheitliche, rechtsstaatliche Demokratie. Nicht im Ansatz. Es ist ein brutales nordkoreanisches Regime, das sich 99% der Zeit einen Scheißdreck um seine Untertanen schert. Und solange sie stillhalten und brav arbeiten, Steuern bezahlen, könnte es dem Imperium nicht egaler sein, was sie treiben. Das fasst das eigentlich relativ gut zusammen. Und dementsprechend hat auch das Imperium im Leben eines normalen Bürgers nahezu keinen Einfluss. Ja, sicher, er wird oft in die Kirche gehen, er wird viele ekklesiastische Predigten hören, aber das Imperium als Form von Administratum oder von Arbites und Gesetzen spielt im Leben des normalen imperialen Bürgers keine ernsthafte Rolle. Ganz im Gegenteil, was im Leben des normalen imperialen Bürgers die größte Rolle spielt, ist, wer ist und wen er kennt. Das sind eigentlich, wenn wir jetzt von so einer riesigen Stadt ausgehen, so eine Hive World, dann ist das der Nachbar. Und das sind dann die nächsten 10 Nachbarn. Für den Rest interessiere ich mich nicht. Auch wenn ich jetzt den Mann, der mir entgegenkommt, den sehe ich jeden Morgen, aber ich grüße ihn nicht. Ich weiß nicht, wie der heißt und ich weiß auch nicht, was er tut. Es ist mir auch einfach egal. Ich würde sogar sagen, du weißt wahrscheinlich sogar sehr genau, was er tut und wer er ist, weil er ähnlich wie du einen großen Wert darauf legt, dir das mitzuteilen. Er trägt die Uniform seines Handelshauses, er trägt die Abzeichen seiner Familie, er trägt vielleicht ein Familienwappen. Und das ist alles nicht irgendwie Angeberei, wie man das heute einstufen würde, sondern es ist Selbstschutz. Weil die nächste Straßengang wird es sich gründlich überlegen, ob sie ein Mitglied des Handelshauses, das den Baron beliefert, verprügeln möchte. Oder ob sie nicht lieber jemanden nehmen, der nur in der Schmiedegilde ist. Und Das ist ein so guter baut sich Punkt. für die. Ja, kann gut, kann schlecht sein. Aber das ist der Grund, warum man auch in viel Artwork immer diese ausladende Heraldik und diese ausladenden Uniformen sieht. Weil auch der einfachste Arbeiter sicherstellen will, dass du weißt, dass er zu den Stahlgießern gehört und nicht zu den Maurern. Ist tatsächlich ein guter Punkt. Also ich bin tatsächlich jetzt davon ausgegangen, dass die Leute sich nicht kennen, sich nicht, dass es einfach zu viele Menschen sind. Und je größer die Stadt wird, wenn ich jetzt einfach mal von Berlin ausgehe, in Berlin kenne ich halt auch nur die Nachbarn, die zwei Türen weiter wohnen. Und wenn ich auf einem Dorf wohne, dann kenne ich das ganze Dorf und das sind dann vielleicht 200 Leute, aber ich kenne sie. Also je kleiner diese Organisation ist, desto mehr Leute kenne ich und je größer das Ganze wird. Gerade wenn wir dann von Milliarden Menschen sprechen, desto weniger kenne ich. Aber du hast natürlich recht, das ist dann sehr, sehr oberflächlich. Irgendwelche Patches, die angebracht sind, irgendwelche Ordenssiegel, ja, Tattoos auch sehr Reinheitssymbole. gerne. Ja, Tattoos auch sehr gerne. Reinheitssiegel natürlich, ja. All das. Aber abgesehen dessen wird man sich trotzdem, glaube ich, nicht wirklich miteinander abgeben.
Oder? Im Normalfall nicht, aber wie gesagt, das ist alles Selbstschutz. Deine Freunde von der Maurergilde werden es nicht gerne sehen, wenn du dich mit den Eisengießern Ja, so ein bisschen wie im Gefängnis, ne? Kann man sich, fraternisierst. wenn man sich eine Gang ausgesucht hat, kann man nicht zu der gegenüberliegenden Gang gehen. Das sehen beide nicht ganz gerne. Genau. Es wird schwierig, der Aryan Brotherhood und Black Power beizutreten. Ja. Ja, Und dann so muss man stehen in sich. der anderen Ecke noch die Mexikaner. So muss man sich das aber vorstellen in 40K. Das ist, wer dich beschützt, sind die Leute, die du kennst und die bereit und willens sind, für dich einzutreten. Und klar, das ist ein furchtbar ineffizientes System, das, ich nenne es mal persönlichen Schutzes, aber das ist halt das, was den meisten Leuten zur Verfügung steht. Jetzt aber mal eine Frage. Warum soll ich überhaupt morgens aufstehen? Warum soll ich für den Baron arbeiten? Mache ich das nur für Throne? Mache ich das nur für Geld? Oder was kann ich mir besorgen? Macht, Einfluss? Glaubst du, ich kann wirklich aus diesem tristen Leben, dass ich morgens um 6 aufstehe und abends um 8 nach Hause komme, kann ich da irgendwie ausbrechen? Naja, also wahrscheinlich nicht, aber hey, du arbeitest ja immerhin für den Baron und wenn du dann mal heiratest, dann reduziert sich vielleicht deine Arbeitszeit von 18 auf 14 Stunden, weil du ja doch auch irgendwie von dir erwartet wird, dass du als guter imperialer Bürger Zeit mit deiner Familie verbringst. Das hört sich so gut an. Das hört sich traumhaft an, ne? Aber nein, eigentlich arbeitest du sehr selten wirklich für Thronen und Geld. Ja, du brauchst beides zum Überleben, aber wofür du wirklich arbeitest, ist für deine Gesellschaft, für deine Bekannten, für deine Verwandten, die auch alle in dieser Gilde sind. Deine Kinder arbeiten in der Stallgießergilde, deine Frau arbeitet, na gut, als Hausfrau wahrscheinlich. Dein Bruder oder deine fünf Brüder arbeiten in der Stahlgießergilde, genauso wie dein Vater. Du Wenn kennst ich sie. arbeite, geht es denen auch gut. Ja, natürlich. Wie sieht es denn aus, wenn einer aus eurer Familie sich hängen lässt? Dann ist das mehr Arbeit für die anderen. Das ist mehr Arbeit für die anderen und ihr Ansehen wird es auch nicht steigern. Ich meine, Müllers Sohn ist ja, absolut unbrauchbar. Der absolute Taugenichts. Das ist doch furchtbar für Familie Müller. Tja. Und das ist mit einer der Gründe, warum du deiner Arbeit nachgehst. Und nicht zu vergessen, ja, du arbeitest vielleicht nur bei den Stahlgießern des Barons, aber immerhin bist du nicht einer der Sklaven, der in den Minen arbeiten muss und das Erz rausgräbt. Ja, in den Du hast Säureminen. regelmäßig zu essen. Es gibt sogar einen Medicaid, der sich um dich und deine Gilde kümmert. Wenn du ernsthaft krank bist, kannst du damit rechnen, dass du nicht einfach in der Ecke zum Sterben zurückgelassen wirst. Also, wenn du meinst, es geht dir schlimm mit deinen 14 Stunden Arbeit, keine Sorge, es geht schlimmer. Ja, absolut. Und das haben imperiale Bürger definitiv vor Augen. Das wird denn ja auch immer wieder indoktriniert. Also es ist ja nicht nur der Glaube Klar. an den Imperator, der irgendwo auf dem fernen Terra sitzt, sondern natürlich wird in diesen Predigten dann ganz, ganz hart Propaganda betrieben. Du hast das eben schon in Nordkorea gesagt. Und das wird ja auch in der Kirche dann auch eben weiterhin politisch instrumentalisiert. Nicht nur in der Kirche, auch die Firma, also ich sage jetzt Firma, der Clan, für den du arbeitest, das Handelshaus, hat ja ein Interesse daran, dich entsprechend zu bilden. Und so schlecht ist dein Los gar nicht. Ja, vielleicht könntest du dich irgendwie um eine Militärkarriere bemühen, dich freiwillig zur Garde melden oder dergleichen, um wegzukommen von deiner Welt. Und es würde sich auch Ansehen bringen. Aber wenn es dir um Sicherheit geht, wenn es dir um deine Familie geht, dann bist du hier eigentlich gut aufgehoben. Aber wir steigen hier schon wieder in der Mitte ein. Oder sagen wir mal in der unteren Mitte. Ja, aber ich glaube, das gibt schon mal so einen ganz guten Überblick über den allgemeinen Bürger, der nicht ganz unten ist, der nicht ganz oben ist. So ein Adelsleben ist natürlich auch interessant. Oder was dann eben diese harten Kriminellen machen, die dann Ratten am Spieß verkaufen und die dann gefiltertes Wasser irgendwie weiter verticken. Das ist natürlich auch alles irgendwie interessant. Aber wenn wir mal so einen ganz durchschnittlichen Bürger nehmen, dann macht es vielleicht auch Sinn, dass wir dann eben diesen als erstes besprochen haben. Ja, absolut. Die Frage ist nur, gehen wir nach unten oder nach oben weiter? Ja, dann du hattest den Baron eben angesprochen, dann Ja, dann schauen wir gehen doch wir mal mal die nach Ebene oben nach weiter. oben. Ja, was macht denn der Ja. Baron? Ja, wenn er sich glücklich schätzen kann, dann hat er irgendeine Intrige am Laufen, die in die nächsten 100 Jahre zum Gouverneur aufsteigen sieht.
Wieso 100 Jahre? Warum leben die so lange? Ja, da kommt wieder die Stratifizierung der imperialen Gesellschaft hinein. Das hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber genau, haben wir schon erwähnt. Juvenal-Behandlung. Genau. Wenn du reich und einflussvoll genug bist, dann gibt es durchaus technologische und chemische Mittel, dein Leben zu verlängern. Die typische Lebenserwartung von Menschen im Imperium ist nicht viel anders als heute, je nach Lebensbedingungen. Eher drunter. Eher drunter, aber wie gesagt, es kommt darauf an, wer du bist und was du dir leisten kannst natürlich. Bei normaler medizinischer Versorgung, wenn du dir nicht zufällig krank bist oder dergleichen, dann kannst du erwarten, 60, 70 Jahre alt zu werden. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, relativ normale Lebenserwartung. Klar, wenn du irgendein Minensklave bist, dann kannst du froh sein, wenn du 30 wirst. Ja, richtig. Aber mal unter, ich sag mal, optimalen Haltungsbedingungen. Haltungsbedingungen. Ja, wenn du irgendwie der Leib-Butler auf dem Casino-Planeten bist, dann wirst du sicherlich auch 100 Jahre werden. Gut möglich. Oder noch absolut. Älter. Gerade wenn du gut bist. Absolut. Und wie du gerade beim Leib-Butler schon erwähnst, es kommt halt auch drauf an, wessen Sklave du bist. Bist du der Sklave eines Senators oder irgendeines Eisengießers? Weil du kannst Gift drauf nehmen, dass der Sklave des Senators mehr Einfluss haben wird als selbst der beste Eisengießer. Ja, gerade wenn du dein Handwerk gelernt hast, hast jetzt 80 Jahre gedient. Warum soll ich mir jetzt einen neuen suchen, der von vorne anfängt, wenn ich den Leib-Butler noch weitere 80 Jahre behalten kann, da der eben noch besser wird und noch besser? Ja, gut. Also es ist schon eher unheard of, dass man, oder sehr selten, dass man geehrten Dienern, wie man diese Leute im Imperium nennt, Lebensverlängerungsdrogen zukommen lässt. Das ist wirklich für die Oberschicht. Also selbst die niederen Adelshäuser können sich oft keine Lebensverlängerungsdrogen leisten. Aber was eine große Ehre wäre, du kannst auch weiter dienen, ohne dass dein Körper funktioniert, als Servitor. Auch das eine große Ehre. Es kommt immer darauf an, was für ein Servitor. Also Servoschädel, ja, das ist eine große Ehre. Einfach nur so ein Lastenservitor eher weniger. Andererseits, nachdem man im Krieg gefallen ist, zu einem richtig guten Kampfservitor umgebaut zu werden, ja, das wiederum könnte man als Ehre bezeichnen. Aber da gibt es unterschiedliche Standards. Kurze Beschreibung, Servitoren sind quasi Roboter, allerdings ist künstliche Intelligenz verboten. Dementsprechend wird das menschliche Gehirn kurz nach dem Tod, wird dann extrahiert und daran dann Schläuche und Kabel angeschlossen und dieses menschliche Gehirn sorgt dann mit der Restintelligenz dafür, dass der Servitor das tut, was er tun soll, worauf er programmiert worden ist. Aber an sich sind es Roboter. In der Tat. Mit dem menschlichen Anstrich quasi. Richtig. In the grim darkest way possible. Ja, wenn dann noch irgendwelche Gehirnteile rauslugen oder Knochensplitter, ja, was man sich da eben so alles überlegt. Ja, der Baron lebt sehr lange. Er ist natürlich auch in anderer Hinsicht höchst privilegiert. Er lebt sehr wahrscheinlich sehr weit oben im Hive. Er wird ein riesiges Anwesen haben. Er unterliegt aber, das muss man auch sagen, im Vergleich zu den Eisengießern einer deutlich ernsteren Moralvorstellung. Dass sich ein Priester oder dergleichen in die persönlichen Angelegenheiten des Eisengießers einmischt, ist freundlich unwahrscheinlich. Dass die Ekklesiarchie aber was zur neuesten Affäre des Barons zu sagen hat, da kommen wir schon in den Bereich des Wahrscheinlichen. Natürlich sind Ehen und dergleichen in höheren Kreisen arrangiert. Da hat das Imperium an sehr angloamerikanische, konservative Ansichten, was Sexualmoral angeht, was natürlich auch den Entwicklern geschuldet ist, aber natürlich auch der Zielgruppe. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man die Adligen zu höheren moralischen Standards anhält. Klar, Affären werden erwartet, ja, aber man sollte sich halt vielleicht nicht erwischen lassen. Was man ansonsten noch zu den typischen Oberschichten sagen kann: die legen im Normalfall großen Wert auf ihre Abstammung. Das ist recht typisch adligen Gebaren, was man hier in 40k vorfindet. Die Ahnen und die Abstammung und deren Heldentaten sind ein wichtiger Faktor im eigenen Machtgefüge. Stammbäume, vor allem zurückreichend nach Terra, das ist ja auch ganz wichtig. Das wäre nicht schlecht. In welcher Linie bin ich mit dem Senator verwandt, der irgendwo auf Terra gassiert? Oh ja, das sind die guten Partien.
Oder habe ich noch irgendwie eine Freihändlerfamilie, die ganz weit draußen grassiert und irgendwo in den Weiten des Raums kreuzt? Auch das wäre natürlich gut. Genau, also da kann man punkten, womit man möchte, je nachdem auch, wie die Adligen arrangiert sind. Und man sollte auch dazu sagen, es gibt auch nicht auf allen Welten unbedingt Adlige. Also es gibt auch in 40k seltene Welten, die sich mehr oder weniger demokratisch verwalten oder über Senatssystem. Vielleicht ist es auch ein Oligarchensystem. Die Möglichkeiten sind endlos, aber so der imperiale Standard ist schon eher typische Adelshäuser und eine klassische Erbmonarchie. Wobei die nicht auf so festem Grund steht, wie man vielleicht denken möchte. Weil das Imperium, wie wir glaube ich schon mal erwähnt hatten, doesn't care for shit if you pay your taxes. Ob die Steuern jetzt von John oder von Jimmy gezahlt werden, ist dem Imperium auch egal. Ah, man kann es nicht oft genug erwähnen. Ja, dementsprechend sagt das Imperium üblicherweise, was, ein Coup? Wie schön. Dann war der Alte wohl unfähig. Solange dieser Coup nicht zu Steuereinbußen führt oder zu erheblichen Unruhen auf der Welt. Müssen wir dir nicht helfen. Müssen wir A, nicht eingreifen und B, können wir einfach unseren Stempel auf den Gewinner drücken und passt schon. Das Imperium fördert solche Konflikte sogar in weiten Teilen, um ihre Führungskräfte, ja, fit zu halten. Es zieht manch ein Inquisitor herum, der sich in irgendwelche Adelsintrigen einmischt. Zum einen, weil er vielleicht denkt, dass diese Welt bessere Regierung vertragen könnte, aber zum anderen auch, weil er denkt, dass wir es nicht zulassen können, dass der aktuell regierende Gouverneur weich und nachlässig wird. Ist übrigens nicht nur in der Politik so, sondern auch in der Religion. Also auch die Ekklesiarchie hat natürlich Ränge und eine Ordnung und einen Vorsteher und einzelne Sektoren, die dann da jemandem unterstellt werden. Und auch da gibt es natürlich Intrigen, die sich dann immer weiter nach oben morden oder ja, intrigieren ganz generell. In der Tat. Die bleiben da nicht verschont. Und das ist auch, worauf sich halt ein Gouverneur nur schwer ausruhen kann, wenn seine Herrschaft intern bedroht ist. Dann kann er nicht auf den Beistand des Imperiums hoffen. Dann muss er das selber lösen. Und so wechseln natürlich auch immer wieder mal die Gouverneurssitze. Und das Imperium ist damit auch A-okay, wie man so schön sagt. Sollen die Steuern gezahlt werden? Alles bestens. Das macht natürlich das Leben als Adliger, sagen wir freundlich, gefährlich. Und nicht weniger ein Adliger ist schon an einem Messer im Rücken gestorben. Oder am vergifteten Wein oder. Oder Xenos-Artefakte. Oder an einem Xenos-Artefakt, das er zufällig unwissentlich erstanden hat oder dergleichen. Also die Möglichkeiten abzunippeln sind endlos, vor allem wenn die Feinde auch reich und mächtig sind. Korrekt. Ja, und dadurch, dass es wie gesagt Milliarden von Welten gibt, dann eben auch verschiedene Ausformungen des Ganzen. Ich glaube, da kann man jetzt noch endlos weitererzählen, welche Intrigen es da noch gibt oder so. Aber ich glaube, damit hat man schon einen guten Überblick über die oberen Ränge des Imperiums, was man dann eben noch weiterspinnen kann. Aber ganz generell wäre das ein guter Überblick, oder? Ja, in der Tat. Direkt unter den Adligen hat man dann auch üblicherweise, das gibt sich jetzt so ein bisschen die Waage, zum einen die geehrten Diener der Adligen. Das ist so eigentlich auf gleicher Stufe mit den Neureichen. Es gibt ja durchaus auch im Imperium sowas wie freie Wirtschaft, zumindest in weiten Teilen. Und es ist nicht unmöglich für einflussreiche Handelshäuser oder für wirklich gute Handwerker oder gute Händler ein eigenes Vermögen aufzubauen. Und diese Neureichen sind aber halt üblicherweise ohne den politischen Einfluss ihrer adligen und gleich einflussreichen, naja, ich würde nicht sagen ebenbürtigen, aber ihre Besseren. Und die stehen so ungefähr auf einer Ebene mit den Dienern der Adligen. Also den direkten leiblichen Dienern üblicherweise. Weil klar, die Konkubine des Barons ist jetzt nicht unbedingt die einflussreichste Person, die man so vorstellen kann. Aber naja, wenn die Konkubine des Barons ein Problem hat, ist es doch wahrscheinlicher gelöst zu werden, als wenn irgendwie Groxhändler, Groxbaron Timothy ein Problem hat. Ja, man muss ja nur das richtige Ohr kennen, dass man flüstern kann. In der Tat. Und das macht auch wieder so diese klassische Zugehörigkeit so interessant. Weil eben es, um das Beispiel der Konkubine wieder aufzugreifen, es durchaus
vorteilhaft für die Konkubine ist, wenn jeder bei Hofe weiß, dass sie die Konkubine des Barons ist. Das ist dann so die obere Mittelschicht, sage ich mal, ja, die einflussreichen Händler. Und wer auch noch so zur oberen Mittelschicht gehört oder teilweise auch darüber steht, sind Fremdweltinteressen. Das können Fremdwelthandelshäuser sein, es können ganze Handelskonsortien sein, die zum Beispiel den Getreidehandel in einem Subsektor kontrollieren. Sowas gibt es durchaus. Es können aber auch andere Institutionen sein, eventuell Arbiters, die von anderen Welten anreisen, seltenst auch mal Freihändler, die aus der Leere zurückkehren. Derartiges Personal steht auch im Normalfall noch über dem Gesetz. Wobei man sagen sollte, über dem planetaren Gesetz. Über dem imperialen Gesetz steht höchstens der Imperator. Muss natürlich nur umgesetzt werden. Ja. Aber dafür sorgen dann ja meistens auch die Arbiters. Genau, dafür sorgen meistens die Arbiters. Und man muss auch sagen, das ist auch ein wichtiger Faktor, das imperiale Gesetz ist als Gesetz zu verstehen. Das kennt man vielleicht heute in der modernen westlichen Welt nicht mehr so ernsthaft, aber was der Imperator sprach, ist nicht zu hinterfragen. In keinster Weise. Wenn in diesem imperialen Gesetz steht, dass die Todesstrafe auf Tätowieren steht, dann steht auf Tätowieren die Todesstrafe. Da gibt es keine Verhandlungen, keine Anhörungen. Du hast eine Tattoo-Nadel gehabt, bam, wiederschauen. Das ist ein extremes Beispiel und nicht, was das imperiale Gesetz normalerweise tut. Das imperiale Gesetz ist üblicherweise nur mit wirklichen Angelegenheiten befasst, die das Imperium auch wirklich interessieren. Soll heißen, Steuern, Psyker und Xenos. Ja, Dämonen sind böse und Hexer werden in schwarze Schiffe gekarrt und dann vor dem Thron verbrannt. Richtig. Und solange daran nicht gerüttelt wird, gilt lokales Recht. Ja? Mord, Drogen, Erpressung, das interessiert das Imperium alles nicht. Außer natürlich, es betrifft seine eigenen Leute. Also niemand darf einen Arbiters ermorden. Oh, schlechte Idee. Genauso, man fasse besser keinen Adepten an. Ich meine, ja, es ist nur ein Bürokrat, aber oh je, tue man sich das nicht an. Da versteht das Imperium keinen Spaß. Das Imperium versteht grundsätzlich keinen Spaß, aber da ist ja auch sehr wenig. Und ja, natürlich, Inquisition gehört auch zum Imperium und damit eben auch die Akolyten. Aber wenn ich mich irgendwie nach unten traue und ich habe dann mit irgendwelchen Gangstern zu tun und ich hole dann meine Marke raus und wedel damit und sage, haha, ich bin von der Inquisition und die erschießen euch, ja, dann seid ihr halt trotzdem tot. Klar, ihr seid tot. Ihr werdet wahrscheinlich sogar gerecht werden, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das bringt euch persönlich halt recht wenig. Genau. Also, ihr seid natürlich im Recht und ihr dürft mit dieser Marke wedeln, wenn ihr denn eine habt, aber geht nicht davon aus, dass die sich auch darauf einlassen. Das mag vielleicht in der Mittelmakropole funktionieren, aber wenn man dann nach unten in die Slums geht oder so, keine gute Idee. Nee, zumindest nicht, wenn man noch 50 Lasergewehre hinter sich hat. Ja, manchmal reicht auch das nicht. Obere Mittelschicht, glaube ich, hatten wir. Das sind eigentlich noch so die uninteressantesten, weil zum einen spielt man die sehr selten, weil die recht unfrei sind. Wenn man denn doch mal einen Adligen spielt, dann ist es halt üblicherweise eher so der fünfte Sohn des Hauses, kennt keine Sau. Ja, weil halt diese Charaktere dann so gewisse Freiheiten haben. Ja, sie gehören der Oberschicht an, aber sie sind nicht so wirklich an ihren Posten gebunden. Und das ist auch das große Problem, das diese Oberschichten üblicherweise haben. Sie haben halt eine spezielle Rolle zugewiesen bekommen und sie haben diese Rolle auch zu erfüllen. Die gilt aber wiederum auch nur auf diesem Planeten. Also wenn ich Baron von XY bin, dann interessiert das auf dem Planeten Z wieder keine Sau. Naja, du wirst schon gewisse Privilegien haben, aber du hast halt eigentlich deinen Baronsposten zu füllen, ja? Du hast Gericht zu halten, du hast Dinge zu verwalten, du hast ein Haus zu führen. Du hast eigentlich überhaupt keine Zeit noch irgendwie für jemand anderes irgendwas zu machen. Das ist gerade auch die Schwierigkeit, solche Leute darzustellen, weil die eignen sich einfach schlecht fürs Rollenspiel, weil die haben einen Job und das ist eigentlich ein Fulltime-Double-Job, ja, den du 80 Stunden die Woche machst und dann noch jetzt irgendwie ein interessantes Rollenspiel abseits dieses Jobs reinzubringen, ist nahezu unmöglich.
Dementsprechend kommen wir mal zu Leuten, die man eigentlich spielen kann. Genau. Und die fangen so unterhalb der gehobenen Mittelschicht an, so wirklich in der Mittelschicht. Das sind dann Händler, die nicht wirklich reich sind, aber die ganz okay, sich ganz okay durchschlagen. Teilweise auch Artisanen, also sehr begabte Handwerker, die für ein bestimmtes Produkt berühmt sind oder dergleichen. Das ist so, was man im Imperium als Mittelschicht bezeichnen würde. Da fallen teilweise auch Studenten rein, aber die sind so ein bisschen Sonderfall, die Let's Do Them Later. Wie sieht es aus mit Soldaten? Sind ja auch nicht mit wirklich viel Geld ausgestattet, aber angesehen, wenn sie ein Veteran sind, je nachdem aus welcher Einheit sie kommen, je nachdem was sie besiegt haben, würdest du Soldaten da sehen? Eher nicht. Als Soldat ist der Ruhm üblicherweise mehr deine Ehre und dann ja, Ruhm und weniger wirklicher Einfluss. Die wirklich einflussreichen Soldaten bleiben bis zu ihrem Tod im Militär. Werden dann befördert, Hauptmann, werden, Oberst. Richtig, werden dann meist vom Schlachtfeld herunter befördert und genießen dort ihren Ruhestand. Hey, unser Hauptmann ist gerade gestorben, ich befördere dich. Ja. Ja, klar. Wobei Hauptmann jetzt vielleicht noch nicht das ist, worauf man sich zurücksetzen kann, aber weil es in die höheren Ränge geht, wird man dann auch gerne mal vom Schlachtfeld herunter befördert. Und was ja auch für Soldaten recht üblich ist, zumindest im Imperium, da ja lange Kampagnen die Norm sind, ist das sogenannte Right of Settlement, dass man Soldaten und vor allem imperialen Garderegimentern, die lange im Kampf gedient haben oder hohe Verluste erlitten haben, nach ihrer Dienstzeit quasi das Recht zur Siedlung gewährt. Auf dem Planeten, auf dem sie gekämpft haben. Genau, man lässt sie quasi auf dem letztbekämpften Planeten siedeln, teilt ihnen üblicherweise Land und eine kleine Rente zu und überlässt diese Welt und ja, dieses Land ihnen, was teilweise sehr lukrativ ist. Ja, die kennt also. Du hast ja auch gleich damit dann Veteranen, die schon Kampferfahrung haben und dementsprechend eine PVS, eine planetare Verteidigungseinheit. Die dann nächsten zwei Generationen wahrscheinlich nicht mal inkompetent geführt ist. Genau das. Ist also schon relativ clever. Richtig. Plus, es kommt noch dazu, dass auch natürlich für die Soldaten sehr lukrativ ist, weil einen ganzen Planeten unter ein paar 10.000 oder auch nur 100.000 Leuten aufzuteilen, da bleibt was übrig für den Einzelnen. Aber wie gesagt, Soldaten sehe ich jetzt eher so nicht in der Mittelschicht. Vor allem nicht die Lebendigen. Die toten und gefallenen Helden sind sicher irgendwo in der Mittelschicht anzusiedeln, aber die haben nicht mehr allzu viel davon. Was meiner Meinung nach diese klassische Mittelschicht eher ausmacht, ist, dass sie eigentlich mit zu den Verletzlichsten gehören. Ja, sie haben ja nicht so viel. Sie haben vielleicht einen Laden oder zwei, eine kleinere Familie, vielleicht 10, 12 Köpfe. Da muss nicht viel schief gehen im Imperium, damit das hinwegschwimmt, ja. Da reicht eine einstürzende Hive-Spitze schon aus, damit diese Familie alles verliert. An der anderen Seite natürlich muss man aber sagen, sie haben auch nicht allzu viel Aufmerksamkeit. Ja? Kaum jemand interessiert sich wirklich dafür, was die genau machen. Ob der jetzt seine Tochter an eine gute Partie oder eine mittelmäßige Partie verheiratet wird, nicht 2, 3 Monate lang den Hof beschäftigen. Genauso wenig den Priester. Und insofern sind das mitunter, ich sag mal, die freisten Leute im Imperium. Außer vielleicht den absoluten Unterhalfern, die eh keinen interessieren. Ja. Müssen natürlich auch irgendwie ins Rollenspiel integriert werden, ne? Wir denken da jetzt an Freihändler. Muss man überlegen, wie die Kontakt zu Freihändlern aufnehmen. Viel eher wahrscheinlich dann die Inquisition und On the War lassen wir mal raus, weil es ein bisschen spezieller Fall ist. Aber vor allem für die Inquisition werden die dann sicherlich interessant sein, wenn sie dann irgendwie bei den Ermittlungen das Aufsehen von Akoluten oder sowas erweckt haben. Ja, und auch, ich meine, ich sag mal so, die klassische Inquisitionsrekrutierungsstrategie ist ja, der Inquisitor dreht sich um, deutet auf den Nächstbesten und sagst, du da, mitkommen. da kann man auch mal ins Goldene greifen, ne? Also. Ja, oder er deutet dann zu dem ganzen Block und zu deiner ganzen Familie, stand gerade irgendwie in der Schmiede, und dann sagt er nicht nur du, sondern die ganze Familie, und dann läuft ihr mit 50 Lasergewehren los und du bist dann einfach dieser letzte Verbliebene und der Rest von deiner Familie ist dann auch gestorben. Also auch so kann das dann enden. Das ist natürlich ein bisschen traurig, aber auch das funktioniert. Auch das funktioniert. Aber es lässt sich sicher auch anders einbauen. Ich meine, du kannst ja auch für deine persönlichen Fähigkeiten interessant sein. Vielleicht ist das potenzielle Ermittlungsziel ein entfernter Handelspartner deines Vaters. Warum nicht?
vielleicht wurdest du gerade deswegen ausgewählt. Oder es geht um Ermittlungen in deiner Schmiede und du kennst dich da eben gut aus. Geht nicht um dich persönlich, aber eben um den Ort. Ja, genau. Also da sind die Möglichkeiten endlos. Das würde ich jetzt so als die Mittelschicht ungefähr einstufen. Das sind so die Leute, ja, wie man sie heute auch als Mittelschicht bezeichnen würde, ja. Die arbeiten halt, die kommen aus, die haben ein vernünftiges Leben. Ganz okay eigentlich. Und davon runter geht es dann aber natürlich rapide bergab. Das sind jetzt noch so die Leute, wo man sagt, okay, das könnte ich mir vorstellen. Und dann kommen, ich sag mal, die Fachkräfte, die wirklich nur Arbeiter sind. Da ist es durchaus so, dass das Imperium nicht unbedingt Zeit an Ausbildung verschwendet, sondern es gibt dann sogenannte Skill Grafts. Das sind quasi Implantate, die einem Menschen eine gewisse Fähigkeit vermitteln. Das können Waffenfähigkeiten sein, das sind aber meistens eher so praktische handwerkliche Tätigkeiten, einfache Tech-Aufgaben oder dergleichen. Das ist jetzt nicht unbedingt die Top-Qualität an Implantaten, aber die sind billig und schnell und führen recht zügig zu einigermaßen fähigem Personal, was nett ist, wenn man Arbeiter braucht. Die Leute enden dann meistens, wenn ihre Implantate kaputt gehen, in irgendeiner Klapsmühle oder werden erschossen. Aber hey, die nächsten 20, 30 Jahre hast du kein so schlechtes Leben vor dir. Das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass es sowas gibt, solche Implantate, nach dem Motto, ich drücke dir jetzt diesen einen Sender rein, diesen Cogitator, und dann kannst du die nächsten 20 Jahre arbeiten. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das ist teilweise sogar in besseren Talenten abgebildet. Du kennst sicher Infused Knowledge, oder? Ja. Das ist genau sowas. Wenn du mal den Flufftext durchliest, dann ist es ein Skill-Implantat. Das ist jetzt im Rollenspiel, muss man auch sagen, mit den Implantaten eher schlecht abgebildet. Aber es ist ein trotzdem sehr nützliches Werkzeug. Also ich habe zum Beispiel einmal ein Ding gesehen, das fand ich hervorragend. Da war einer der Akolyten, der Spieler war neu. Und der Spielleiter hatte zu ihm gesagt, weißt du was, du spielst einfach dich selbst. Und hat ihn dann quasi in 40k aus einer Kryokammer ausgraben lassen vom Inquisitor und seiner Retinue. Und ihn dann halt einfach in die Retinue eingepackt, weil er ist gerade dabei. Ja. Das war hervorragend. Und dem wurde dann auch mit so Skill-Implantaten weitergeholfen. Das ist dann so, okay, du hast keine Ahnung, wie Lasergewehr funktioniert, melde dich mal beim Techpriester. Das haben wir gleich. Das und das Ende nach vorne halten und dann abdrücken. Ja. Ja, ja. Aber wie gesagt, also das war auch hervorragend. Und das sollte man auch immer so ein bisschen fürs Rollenspiel im Hinterkopf behalten. Leute, die Skills haben, müssen diese nicht unbedingt selbst gelernt haben. Es kann durchaus sein, dass es künstliche Fähigkeiten sind. Ist aber im Rollenspiel eher selten vertreten und auch nicht weit abgebildet. Aber selten bei Talenten steht es dabei. Okay. Das ist jetzt noch so ein bisschen besser, ich sag mal untere Mittelschicht. Und dann kommen natürlich die Leute, denen es nicht mehr so toll geht. Ja? Da reden wir dann schon eher von Unterschicht. Das sind dann einfache Arbeiter. Ja, die halt ihr Leben lang die Hive-Fensterputzer gemacht haben. Ja, ihre Vorväter waren Hive-Fensterputzer, ihre Kinder werden Hive-Fensterputzer und sie sind auch Hive-Fensterputzer. Die verpflichten sich dann halt üblicherweise für längere Zeiten und die verlassen höchst selten ihr näheres Umfeld, verlassen kaum ihre Hub-Einheiten und kommen auch nicht wirklich viel rum. Die leben und arbeiten halt ihre 30, 40 Jahre oder wie alt sie werden und dann fallen sie irgendwann ins Grab, wenn sie nicht mehr können. Und ich weiter das halt weiter. Aber interessanter wird es, glaube ich, wenn wir uns nochmal weiter nach unten begeben, zum Abschaum, zu den Herumtreibern, den Ausgestoßenen, vielleicht auch zu den Mutis, den Mutanten. Auch das wäre möglich. Denn je weiter das Licht dort oben weg ist, weniger Sonne und je tiefer die Schatten sind, desto merkwürdige Kreaturen kann ich da unten antreffen. Oh ja, in der Tat. Aber fangen wir erstmal mit den Outcasts an. Die Outcasts oder auch in Highfelden Unterhalfer genannt, sind quasi die Leute, die völlig durch diese imperiale Gesellschaft durchgefallen sind. Ja, sie sind zwar immerhin keine Sklaven, aber ja, sie haben eigentlich nichts mehr wirklich mit imperialer Kultur und Gesellschaft zu tun. Sie sind raus. Ja, das sind the lowest of the low. Straßengangs, Hive-Gangs, gewalttätig, auch mit selten mit hoher Lebenserwartung gesegnet. Ja.
Wie gesagt, das Wasser ist schon ein bisschen älter. Die jagen dann Ratten und verkaufen die oder irgendwelche Leichenfettriegel aus herumliegenden Personen, die dann eingekocht werden. All das wird dann weiterverkauft oder irgendwelche Schrauben oder so, die dann als Metallersatzteile irgendwie weitergegeben werden. Die haben einfach gar keine Ahnung und die meisten sind tatsächlich sehr kriminell. Sie haben ja auch nicht wirklich eine Wahl, muss man mal realistischerweise sagen. It's be criminal or dead. Und eine ähnliche Motivation, die auch heute viele Gangs haben, halt irgendwie ein Zugehörigkeitsgefühl zu wenigstens irgendetwas, wenn schon nicht zum Rest der Menschheit. Und ja, noch unter denen gibt es dann auch die Mutanten. Wir hatten, glaube ich, schon mal erwähnt, dass 40K eher so auf die 60er, 70er Jahre Schiene von Mutation geht. Aller, hey, du hast Strahlung abbekommen, jetzt wachsen dir drei Arme. Kann natürlich auch sein, dass die hoch angesehen sind, solche Mutanten. Wenn du. Ja, kommt drauf an. Je besser du Köpfe zerquetschen kannst, desto. Also, du wirst zumindest oft benutzt und man hat Respekt vor dir, aber. Ja, ja, es ist ja gut. Ja, du wirst eher ausgenutzt. Gerade so Ogrins oder so, die sind dann ja auch ganz gerne mal gesehen in der imperialen Armee. Sehr groß gewachsen, sehr kräftig, auch meistens sehr dumm. Aber auch die könnte man da unten antreffen. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Oder viele, viele Augen, die man hat. Ja, andere Arme, hattest du schon gesagt. Ja, also ich sag mal so, Ogrins sind das ein Sonderfall, weil die sind ja eine stabile Mutation. Ogrins bleiben ja Ogrins und werden da nicht groß anders, genauso wie Halblinge und dergleichen, die es ja auch gibt in 40K. Mutanten, vor allem die Unstabilen, werden eher oder fast immer als Aussätzige gejagt. Manchmal spannt man sie auch als billige Arbeitskräfte ein, aber das ist schon eher selten. Vor allem gibt es im Imperium keine so wirkliche Unterscheidung zwischen Warp und normalen Mutationen. Ja, also alle Mutationen tragen das Stigma des Unheiligen an sich. Und ich sage es mal freundlich, es sieht sehr schlecht im Inquisitorial Review aus, wenn dein Handelshaus Mutanten beschäftigt. Wissentlich. Ja, ich spreche jetzt weniger von Handelshäusern, sondern wie gesagt eher dann von den Leuten, die unten ohne Sonnenlicht leben in den Hives. Die haben ja eh keinen Händler oder sowas, der da noch vorsitzt. Es fällt ja aber doch alles nach oben. Ja, klar, natürlich arbeiten Mutanten selten direkt für ein großes Handelshaus. Aber das Handelshaus kauft sicher irgendwo Spaten ein und diese Spaten sind aus Altmetall gefertigt, das aus irgendwelchen Outcast-Communities kommt und die wiederum beziehen ihre Altmetall-Sachen von Mutanten und das ist vielleicht nicht, was der Inquisitor gerne in deinen Büchern lesen möchte, wenn er genauer hinschaut. Ja, okay, aber das ist jetzt auch natürlich sehr, sehr zugedichtet. Da will der Inquisitor natürlich doch dem Händler ans Bein pissen. Dafür braucht er keinen Grund, möchte ich dir sagen. Ah, na gut, hast du recht. Ja, und also, wenn du als Akolyt von unten anfängst und du findest einen Haufen Mutanten und dann gehst du denen nach und stellst fest, hey, die verkaufen ja ihre Leichenteile, die sie hier sammeln, an die Nährpastenfabrik da drüben. Welches Handelshaus betreibt denn diese Nährpastenfabrik? Du hast ja recht. Die kaufen wissentlich von Mutanten. Ich meine, jetzt könnten das Strahlungsmutanten sein, die harmlos sind. Es könnten aber sehr wohl auch Warp-Mutanten sein. Und dieses Handelshaus fördert wissentlich Warp-mutiertes Fleisch in die Nährpaste-Leitungen des Hives. Ja. Du kannst nicht schnell genug Zunder sagen, so schnell stehen die Scheiterhaufen. Da hast du natürlich recht. Klar, wenn du dann auch diese Nährpasten weiterverkaufst an die oberen Schichten, das wird ganz, ganz schnell sehr, sehr heretisch. Genau. Also du hast schon auch als normaler imperialer Bürger eine gute Motivation, nicht mit Mutanten zu handeln und auch nicht mit Leuten zu handeln, die mit Mutanten handeln. Ja, aber wie gesagt, in diesen Unterhives kann man gute Plots schmieden, kann man gut Akoluten reinschicken und man kann eben von dort auch sehr gut rekrutieren. Also das ist tatsächlich etwas, wo sich Spielercharaktere, wenn man da Bock drauf hat, sehr gut eignen. Als Schurken, absolut. Gangster, Messerstecher. Also Mutanten eher weniger, aber ja, so diese typischen Schurkencharaktere, die machen sich natürlich aus dem Unterhalf heraus sehr gut. Ich muss aber sagen, ich habe auch schon Highborn-Schurken gesehen, die sich auch hervorragend gemacht haben. Also man muss einen Scum nicht unbedingt mit
Also, das war ein etwas obskurer Bild, muss ich sagen, aber er war höchst amüsant. Und zwar war es quasi ein Scum mit Noble Background. Ja, also wenn man sich die Werte vom Rollenspiel ansieht, die sind ja auch nicht so sehr auf den Messerkampf oder auf den Fernkampf ausgerichtet, sondern ich finde, sie sind vor allem Sozialcharaktere, Ja. vor allem Sozialcharaktere nach unten hin. Also wenn man sich dann eben mit anderen Straßenräubern austauschen muss, das sind vor allem Sozialcharaktere und dementsprechend würde dann die Noble Art, also die Adlige, würde dann auch Sinn ergeben, weil es dann eben auch dann der soziale Stand ist, nur dann eben nach oben und nicht nach unten. Genau, und das wurde auch dann wirklich so gespielt, dass das war halt eine Frau, die irgendwie zum falschen Zeitpunkt schwanger geworden ist und von ihrer Familie verstoßen wurde und sich halt von da an dann selber durchschlagen musste. Und die hat sich nie irgendwie mit Unterweltabschaum abgegeben. Aber sie hat halt immer so diese richtigen Connections, so in diesen halbhohen Kreisen. Und das war auch ein tolles Scum-Konzept. Also man kann Scum auf verschiedenste Weisen spielen. Da gibt's, muss man sagen, man ist auch als Spieler oft überrascht, was die Spieler alles zustande bringen. Ja, macht schon Spaß, da seinen Spielern zuzugucken und wie die Oh Kampagnen ja. sich dann verändern, gemeinsam mit den Charakteren. Das macht immer wieder Oh ja. Spaß. Oh ja, das tut es. Ja, wir sind unten angekommen. Rock Bottom quasi. Genau. Servitoren lassen wir weiter mal raus. Ja, lassen wir Das raus. ist Sind alles uninteressant. Blödsinn. Ketzer sind sowieso komplett ausgegliedert aus diesem Bereich. Die eignen sich dann auch nicht mehr als Spielercharaktere, es sei denn, man geht dann in einen ganz anderen Zweig des Black Crusade, also wo man dann sowieso die Bösen spielt. Aber ich glaube, das ist jetzt im Rahmen dieses Imperialen, dieser Gesellschaft dann nicht mehr weiter förderlich. In der Tat. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, sind Studenten. Die hatte ich vorher angesprochen, aber nicht weiter ausgeführt. Die sind so ein Sonderfall. Das Imperium ist ja eher, sagen wir mal, freundlich, nicht sehr bildungsaffin. Ja, also so die grundsätzliche Ausbildungsphilosophie des Imperiums ist, okay, er kann seine Anweisungen lesen, reicht. Ja, mehr muss man nicht wissen. Und Studenten sind üblicherweise die aus der Bevölkerung, die keine Patronage außerhalb des Imperiums haben, aber vom Imperium als ja, fähige Kandidaten identifiziert wurden. Bekommen dann üblicherweise auch ein Stipendium aus imperialen Taschen und werden an irgendwelche Bildungseinrichtungen geschickt, um sich zu bilden. Also eine ganz normale Universität. Irgendwie Ja, Geologie, normal würde ich es Leute, nicht nennen, aber Archäologie. ja. Doch, sowas so. Vor allem sehr interessant für die Inquisition. Die sind höchst interessant für die Inquisition, ja. Lässt sich leicht das Adept abbilden oder dergleichen. Man gewährt diesen Studenten überraschend viele Freiheiten. Verbotenes Wissen. Ja, da. Ah, Zugang zum verbotenen Wissen haben sie auch. Das ist nicht ganz so beliebt, kommt immer ein bisschen darauf an, was sie bekommen, aber Ja, ja, das eine oder andere bekommen sie auch mit. manchmal ist es auch nur die Bärenfalle, die irgendeiner ausgelegt hat, ja. Was? Du hast nach dem Buch gegriffen? Das war erlaubt, aber Ja. ich erschieße dich trotzdem. Ja, genau. So, ah, you wriggled your hand, traitor. Bam. Also, man muss schon auch als Student aufpassen, was man studiert. Die sollte man noch erwähnen, die gibt es nämlich überraschenderweise auch. Eher selten, aber es gibt sie auf den meisten Welten. Dazu zählen auch Schüler. Vielleicht habt ihr schon mal von der Schola Progenium gehört. Das ist so eigentlich so die größte Bildungseinrichtung im Imperium schlechthin. Diese Schola Progenium nimmt die Waisenkinder von imperialem Personal auf. Und nur diese. Also es ist nicht irgendwie was, wo du jemanden einschreiben kannst mit Geld, sondern nur wenn du ein imperialer Diener warst, also ein Adept oder in einem der Adepte gearbeitet hast oder ein Guardsman warst und du fällst Hast du aber und auch Kinder? genau und hast aber Kinder, um die sich keiner mehr kümmern kann, dann übernimmt das Imperium quasi die Patenschaft dieser Kinder und schickt sie in die Schola Progenium, wo man sie, man muss sagen, im Stil der Hitlerjugend zu guten Patrioten und imperialen Bürgern erzieht. Das, Das was ist gerade auch. gebraucht wird. Das können auch die Ekklesiarchie sein. Jetzt auch, man denkt gerade an die Kriegsnonnen, die Adeptus oder Adepta Sororita. Auch das wäre ein gutes Beispiel für eine Ausbildung, die man dann in das Schola Progenium bekommen könnte.
In der Tat. Es gibt dann üblicherweise halt Grundausbildung, wo man die Leute erstmal ja von 4 bis 8 oder so grundausbildet und dann so 8 bis 12 wird dann meist schon spezialisierter. Da wird man dann üblicherweise eingeteilt, ob man halt eher die Laufbahn im Kommissariat anstrebt, ob es eher zu den Adepten geht, ob man vielleicht für den Arbitus besser geeignet wäre und vielleicht genug Glaube und Feuer hat, um ein Adeptus Sororitas zu werden. Alles im Bereich des Möglichen, aber das ist auch so eine der besseren Personalquellen für das Imperium. Was wäre noch wichtig anzusprechen im zivilen Leben? Transport, glaube ich, wäre ganz wichtig. Weil auf nahezu allen imperialen Welten ist persönlicher Transport nicht erwünscht. Ja, also der normale imperiale Bürger braucht kein Fahrzeug. Der wohnt neben der Arbeit und geht dann zur Arbeit. Und geht zur Arbeit und wenn er weiterhin muss, dann nimmt er bitte öffentliche Verkehrsmittel oder fährt in irgendeinem Bus mit oder irgendetwas dergleichen. Aber die Unabhängigkeit und Freiheit, die ein persönliches Transportmittel mit sich bringt, traut das Imperium den wenigsten zu. Ist auch schon wieder sehr Nordkorea, ne? Ein Auto braucht nur die Parteiführung oder vielleicht das Militär, aber Franz der Eisengießer? Nein, eher nicht. Ja, vor allem sind die Straßen auch viel zu vollgepflastert mit Menschen, wenn man sich überlegt, die müssen hin und her und hin und her. Und wenn man da jetzt jeder Einzelne mit seinem Auto entlang kommt, da reicht dann der Planet nicht aus, viel zu klein. In der Tat. Plus ist es auch einfach aus Kontrollgründen überhaupt nicht erwünscht. Von Transport abgesehen werden auch die wenigsten normalen imperialen Bürger wirklich harte Währung haben. Also sicher haben die meisten Familien so einen kleinen Vorrat an Throngeld, wie es zum Beispiel in Dakarys üblich ist. Ist Throngeld ist ja die Sektorwährung. Also es ist die Währung, die quasi schon Weltraumreisende benutzen und sonst eigentlich nicht viele Leute. Es ist ähnlich wie zu Zeiten, ja, des Goldstandards, ja, wo man halt verschiedenste Währungen hatte und die halt irgendwie gegeneinander aufgewogen hat und das ist alles ein großes Gemauschel. Und ähnlich ist es für einen normalen imperialen Bürger. Der wird vielleicht auch nur in Münzen seines Handelshauses bezahlt, die er nur in den Läden seines Handelshauses einlösen kann. Vielleicht ist aber auch ein sehr glücklicher Bürger, der für ein sehr einflussreiches und auf mehreren Planeten vertretenes Handelshaus arbeitet. Dann könnte es auch sein, dass seine Handelshauswährung mehr wert ist als die Währung des Gouverneurs. Es ist aber natürlich auch sehr sinnvoll, die Leute mit eigener Währung zu bezahlen, damit das Geld eben auch an meinem Einfluss bleibt und nicht an den Handelspartner neben mir, der dann vielleicht mehr und mehr Einfluss bekommt, wenn dann die Leute von ihm kaufen. Das ist natürlich In sehr der clever. Tat. Ja, in der Tat, eine weitere Kontrollmethode. Also wir stellen immer Plus. wieder fest, wir wollen einfach in dieser Welt nicht leben. Zumindest nicht als einfacher Bürger. Es bringt sehr viele Nachteile mit sich und trotzdem lieben wir diese Welt doch so sehr. Ja, wie ist Immer das wieder denn? erstaunlich. Was man auch noch erwähnen sollte, abgesehen von der Währung, ist, wie wir schon angeschnitten haben, die eher traditionellen Geschlechterrollen, die das Imperium verfolgt. Das Imperium selbst ist relativ meritokratisch eingestellt, also versucht zumindest aufgrund von Kompetenz zu befördern und ist persönlich auch eher geschlechterneutral, sag ich mal. Die imperiale Gesellschaft allerdings eher weniger. Da ist das klassische Bild der Hausfrau und Mutter sehr weit verbreitet. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass, naja, das Imperium ist dauernd im Krieg und der Krieg wird primär von Männern gekämpft. Was natürlich in belasteteren Gemeinden dazu führt, dass die Frauen massiv in Überzahl sind. Natürlich versucht man dann die Stadträte doch erstmal mit den Älteren und Unfähigen und Veteranen zu besetzen. Aber wenn es dann gar nicht mehr geht, dann muss man halt auch Frauen an die Macht lassen. Trotzdem sind die Geschlechterrollen im Imperium eher angespannt. Ja, Geburtenkontrolle ist nicht so gern gesehen, wird auch üblicherweise außerhalb von Raumschiffen nicht zur Verfügung gestellt. Wenn Frauen irgendwie eine andere Karriere als Mutter vorhaben, dann muss es dafür schon gute Gründe geben.
Ja, es ist nicht so das Gender-Sternparadies. Also man muss dazu natürlich sagen, das ist jetzt das durchschnittliche Imperium. Einzelne Heldinnen oder Spielercharakterinnen Absolut. sind natürlich ohne Probleme möglich. Es gibt Inquisitorinnen, sehr berühmte, sehr bekannte. Es gibt Assassinen, es gibt Soldaten, allesamt sehr berühmt. Kommissarinnen gibt es, die vor allem besonders gewalttätig sind, wenn sie sich dann gegen die Ja, Männer klar. durchsetzen müssen. Also all das ist möglich als spielbarer Charakter. Das einzige Problem, was man dann sieht, ist, wenn man in einer Deathwatch-Kampagne spielt, da gibt es dann bei den Space Marines keine Frauen. Da wäre dann die einzige Wahl wäre dann ja, die Sororitas, die dann eigentlich äquivalent zu einem Space Marine. Nee, Nee, nicht ganz, aber nicht naja, im nicht Ansatz. ganz, aber bevor man dann cross-gendern muss, wäre dann die Wahl zu so etwas möglich. Oder man spielt gleich eine Inquisitorin. Also man kann da ja mit den Erfahrungspunkten das auf das gleiche Power-Niveau anheben oder Naja, ähnlich anheben. oh. Also ich muss ja sagen, ich habe aus eigener Erfahrung sowas schon mal gespielt. Drei Herren und eine Dame und die Dame hat die Inquisitorin gespielt und der Rest Deathwatch Marines, aber ich musste ganz ehrlich sagen, nein. Funktioniert Also, nicht. wenn es zum Gefecht kommt, nein. Du hast als Mensch auf dem Schlachtfeld nichts verloren, wenn Astartes unterwegs sind. Das hat zwar funktioniert, aber Mehr wenn schlecht es als dann, recht. ja, mehr schlecht als recht. Und wenn es dann an die ernsthaften, wirklichen, wo du von vornherein wusstest, es wird ein reiner Kampfeinsatz, dann hat man die Inquisitorin üblicherweise auf dem Schiff gelassen und dann hat die Spielerin ihren Cross-Gender-Char ausgepackt und es war halt so. Da muss halt ein Blood Angel spielen. Aber wir Ist müssen schön uns ja auch genug. nicht rechtfertigen für die Entscheidung, die Games Workshop getroffen hat. Nein, natürlich nicht. Aber du hast schon recht, dass es erwähnt werden sollte. Und man sollte es auch meiner Meinung nach immer so ein bisschen im Hintergrund behalten. Es ist keine geschlechtergerechte Gesellschaft, in der man das spielt. Das sollte niemand davon abhalten, irgendwie Ist zu versuchen. die Geschlechter zu tauschen, wie es ihm gefällt, um Gottes Willen. Man sollte es halt nur im Hinterkopf behalten und es auch ausspielen. Weil es wäre seltsam, würde man es nicht tun. Würde einfach nicht mehr wirklich passen. Man kann das natürlich handhaben, wie man möchte. Und es ist ja, wie du auch schon erwähnt hast, es ist ja so, dass es gibt ja durchaus auch im offiziellen und im inoffiziellen Fluff nicht wenige weibliche Beispiele, aber die haben halt immer mit einem gewissen Stigma zu kämpfen. Das sollte den meisten Frauen wahrscheinlich eh bekannt vorkommen, aber es ist halt in 40K nochmal ein ganzes Eck ausgeprägter. Gut, ich glaube, damit Ja. haben wir es, oder? Wir sind, glaube ich, ziemlich durchgekommen, ja. Genau. Dann würde ich mich ganz recht herzlich bei dir bedanken für dieses schöne Gespräch über die Zivilisation, über die Kulturen im Imperium, über die verschiedenen Planeten und Welten, die wir angesprochen haben und ja, über die Struktur ganz generell, was mich so erwartet, wenn ich kein Space Marine spiele, sondern einen ganz normalen Menschen, der vielleicht nicht in der imperialen Armee kämpft. Einfach auch, damit ich meinen Charakter besser spielen kann, damit ich ihm besser, ja, Leben einhauchen kann, abseits des Schlachtfeldes, was ja auch sehr interessant und spannend sein kann, wenn ich Freihändler spiele, wenn ich dann, ja, irgendwelche sozialen Plots spiele, die dann nicht irgendwas mit Elder und Orks und Tyranniden zu tun hat. In der Saverland. Tat. Ja, vielen Dank für die Einladung noch einmal. Und ja, ich kann als Abschluss auch nur sagen, lest euch ein bisschen ein. Es gibt leider sehr wenige wirklich gute Zivilressourcen. Ich hoffe, Firsty wird euch den Link unserer Quelle auch von DuckerDucker einmal in die Videobeschreibung oder die Podcast-Beschreibung packen. Das Lektüre, die ich empfehlen kann. Ansonsten, so doof es klingt, aber ich kann dein AppNet empfehlen. Die Gorns Geisterreihe hat, wenn man gewillt ist, 90% davon nicht zu lesen, einige nette zivile Passagen. Und was ich sonst noch empfehlen kann, bedingt, ist die neue Leichenthron-Kampagne, Romanreihe. Die spielt auf einer ganz besonderen Welt und das ist Terra. Da verfolgt man einen Inquisitor mit seiner neuen Sororita, gerade gelandet auf Terra, und die ermitteln dann um den Thron herum und das ist besonders beeindruckend, dann diese Grabwelt, diese Hive City dann auch mal so zu erleben und da nicht nur von irgendwelchen fernen Geschichten, weil man ja doch sonst sehr weit ab von Terra spielt,
wenn wir uns mal das Imperius Dominatus ansehen, meistens wird man irgendwo ja, bei Cardia spielen oder dann in den verschiedenen Regionen, in den verschiedenen Sektoren. Und da dann mal direkt im Herzen der Welt zu spielen ist oder zu lesen, ist sehr interessant, das Buch. Einen guten Einblick. Das kannte ich noch nicht, aber vielen Dank. Leichenton, genau. Das sind, glaube ich, jetzt 3 Bücher zu. Ich habe das erste gelesen und das zweite liegt noch verschweißt rum. Ich muss noch vorher ein Ravenor-Buch lesen. Oh, viel Spaß damit. Und ansonsten, wenn ihr selber Vorschläge habt für Warhammer 40k oder andere Themen, wenn euch irgendwas besonders interessieren würde, ein besonderes Thema, ja, sicherlich auch Space Marines, aber man kann sicherlich noch viele andere Themen anreißen, die man bespricht, schreibt es einfach in die Kommentare, wenn euch da irgendwas zu einfällt, irgendwas, was euch besonders interessieren würde. Und dann werden wir uns sicherlich noch einmal wiedersehen, wenn es um irgendein Teil 4 geht, was auch immer es dann wird. Schauen wir mal, ausnahmsweise mal Publikumsabstimmung. Ja, gucken wir einfach mal, was sich so anbietet. Oder wir graben selbst eins aus, wenn es keine Kommentare gibt. Mal sehen. Also ich hoffe doch, dass du mehr als einen Kommentar anziehen wirst. Ach klar, bestimmt. Die meisten wünschen sich Space Marines. Mal gucken. Mal gucken. Wir können auch das Chaos noch thematisieren. Da gibt es ja auch noch ein paar nette Überbleibsel. Oder wir gehen so ein bisschen auf die Chronologie, also 30. Jahrtausend, das ist auch nochmal ganz spannend. Was ist mit Horus passiert und warum hat er so am Rad gedreht? Ja, mal sehen, was es wird. Wissen wir noch nicht. Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen und damit bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.